White Russian hat sich nicht im Griff. So, jetzt habe ich ihn gesagt. Kannst mich gerade mal jetzt hinten rumheben. Ich finde das überhaupt nicht okay. Wir haben uns voll im Griff gehabt die ganze Zeit. Ja, doch. Ich habe ja den einen Ausschnitt habe ich ja. Den MP3 habe ich euch ja hochgeladen in unser Forum, ne? Also jetzt nur euch beiden. Ja. Das nennst du im Griff haben. Das war Flummi? Wir haben uns im Griff und die, ne, die. In irgendeiner Folge. Ihr redet die ganze auch. Zeit immer nur davon und tut's nicht, weil ihr feige seid. Nö, ich hab erinnere das mich da noch an eine mehrfach. Andere Stelle, wie wir das. Ach, ist doch auch vollkommen irrelevant. Jetzt, vor allem jetzt denken alles ist sonst was Schlimmes und wir reden nur übers Rülpsen. Das eigentlich kann auch nicht sein. Da ist eine Stelle noch in der letzten, die kommen wird, die 5, wo man, wo Flummi redet. Zerstört. Ja. Ach, jetzt fickt euch doch. Weiß, wo Flummi redet. Nix, nee, jetzt will ich nicht mehr. Geh doch. Wo Flummi redet und Düst sich dann total freut, dass man meinen Druckausgleich dann auch noch über dein Mikro hört. So gewaltig war der. Ne? Ja, der so aufgesetzt, was der am Magen so alles anstellt, du, oder? Ich will's gar nicht wissen. Du hast ja eh mit deinem Magen. Den um. Pflügt oder pflückt? Beides. Gut. Ja, also was in der war letzten denn da? Folge. Ja. Ich hör zu. Ist ein Auto gefahren. Ich dachte, das ist. Hä? Sind wir jetzt im Intro oder im Outro? Ich glaube, wir sind im Intro. Sieht man im Intro, oh, ja. Scheiße, ich hab's auch vorbei. Nee, die sind noch nicht Auto gefahren. Niemand fährt auf diesen Dochkleinen die ganze Zeit Auto gefahren. Nee, wir sind Auto. Noch nicht. Nein, wir sind noch nicht im Auto. Aber wir sind immer Auto gefahren. Wir sind am Ende im Auto. Jetzt verrat doch nicht alles. Oh, im Auto. Fahren auf der Autobahn. Nee, Kaban hat seinen. Das hatten wir doch schon. Was? Tuff. Mit dem Arm? Ja, das hatten wir schon. Wir haben mit dem Arm. Jetzt lass doch mal den Arm in Ruhe. Ich bin vollkommen raus. Das tut mir so leid. Ich weiß, es ist auch früh am Morgen immer noch. Wir machen Intrin und Outrin, damit ich die Sachen hochladen kann, weil ich so einen Stress hab. So, jetzt machen wir's kurz. Hab viel Spaß bei der Folge. Und bleibt geil. Ich möchte einen Panzer. Ich hätte ganz vergessen, dass ich dich das mal würfeln lassen könnte, aber Flummi hat gesagt, oh, das wird jetzt bestimmt ein brutales Todescomling sein. Und ich dachte, ah ja, stimmt. Schieberin, vielleicht hat die gar nicht so einen Scheiß. Das stimmt, ja. Danke. Das hättest du mir ja normalerweise gesagt, du Arsch. Also, Flummi, du Arsch, meine ich natürlich. Na, Jojo, weißt du es doch nicht. Nein, ich meine Flummi, ich hab nicht gesagt Jojo, du Penner. Achso, ich hab doch deine Welle gehört, weil ich nebenbei Mensch, Musik laufen habe, da musst du schon schreien, Alter, oh Gott. Doppelschlumminohr, ich muss dich mal leiser drehen, glaube ich, das ist für mich. Mal lass dir mal Spaß. So, und weißt du, so ein Alex, der sitzt dann immer zu Hause und denkt, es wäre leicht, aber nee. Jetzt kriegt er ja mal live mit, wie wir dich torturen die ganze Zeit. Nö, normalerweise denke ich mir immer, zum Glück muss ich das nicht leisten. Er arbeitet ja auch mit Schwerbehinderten und so. Ja, dir oder was? Ja, richtig. Kann ich ja nichts dafür, dass man mich Zackhüpfer nennt. Der was? Hängt einfach bis da runter. Ah, naja, hast du wieder mal in die Mikrowelle gehalten, ja? Ich verstehe. Zugeklatscht. Schöne der Hageleige verwickelt, ey. Jawohl. Das klingt gut. Schmerzhaft. Oh, nee, das gut. War's auch. Ja, gut und schmerzhaft ist dasselbe, oder nicht? Tita, Torture Porn. Was? Wieso haben wir eigentlich jetzt die Aufnahme angemacht? Heißt das, es soll weitergehen? So, ich hack die Alte jetzt nochmal. Weil ich mich die ganze Zeit zurückhalten muss, nicht laut mitzusingen. 41er Folge, der Comlink ist mir. Der Comlink ist mir. Hey, ja. Du Hesse, ey. Du, echt, ich glaube. Scheiße, was? Moment! Das Jawohl. System funktioniert nicht. Sieg! Ich hab gewonnen! Hey, das zählt! Das mit zählt Edge und trotzdem verkackt! Du bist auf die. Moment, das zählt! Ohne Witz, du bist auf die Herausforderung eingegangen! Du hast sogar mit Edge gewürfelt! Ich gewinne! Ist das geil?
Trolli. Trolli. Ja. Was ist denn los? Ich hab dich lieb. Ich hab dich da auch lieb, aber ja. Du hast ja auch gewonnen, den moralischen Sieg. Den kannst du dir jetzt anheften und Flummi, gib mal so einen Schnaps hier. Ich mach mein Glas jetzt auch leer. Show, Prost! Ja, Prost, ich konnte gerade nicht, ich war gerade schon am Trinken. Deli, Trolli, Flummi, Malli, Prost. Prost, ich hab mir gerade erstmal was Neues aufgemacht, deswegen. Ah, lecker. Dieser billige so, Fuß. Jetzt aber endgültig bis nächstes Jahr, ne? Was, wieso? Ist schon wieder so spät, sagst du. Ach, bloß ein Schnaps dahinterher. Der hat auch genug. Also bis Silvester reicht, sag ich mal. Nicht weißt mehr viel zu erleben. Das Beste war, als wir angefangen haben, 12, so, ah, Alkohol, nee, besser nicht, gell. Ja, pf, da war ich noch nicht. Und Flummi gleich, aufgesetzt, raus muss hier, aber jetzt mal. Ja, und wenn er auf dem Tisch steht, da kannst du ja nicht einfach sagen, nee, da steht er ja da. Ich habe trotzdem 41er Folge mit nicht geätscht und du hast 38er Folge mit geätscht. Wie würde er sich auch schließlich fühlen, ne, wenn er da steht und niemand rührt ihn an? Das wäre echt. Ich weiß, wie es ist, nicht angefasst zu werden. Ich konnte ihm das einfach nicht auch antun. Der Düst, der will ja nicht. Geschlagen mehr. Werden fällt auch unter Anfassen, oder habe ich da jetzt wenn was verpasst? Wenn es nur wenigstens das wäre. Die einzige Zuneigung, die er kriegt. Weißt du, die tut immer so, als würde sie mich schlagen, aber es ist alles nur vorgetäuscht. Das ist natürlich bitter. Und warum? Keine Ahnung. Hab mich halt nicht mehr ihr waschen. Wow! Habt ihr das gerade mithören müssen? Das Buch oder was? Okay, gut. Also habe ich gerade Push to Talk gedrückt. Junge, Junge, Junge. Ja. Ich glaube, die Alte kriegt keinen Schnaps mehr. Was, also. Das nimmt Ausmaße an. Jetzt ist es schon nackt. Ach du Scheiße. Gottes Willen. Das will doch keiner sehen. Da sagst du was, Malle. Daddy. Mann! Malle! Einfach. War doch zu Malle, viel. Also. Weiß nicht, wie du es sagst. Malle! Jawohl. Erstmal Kippchen raus hier. Das ist nicht. So, ich bin überhaupt nicht nackt. Also. Er hätt's aber gern. Das bringt ihm doch jetzt eh nichts. So. Wir machen weiter, oder wie? Oder nicht, oder doch? Oder vielleicht so ein bisschen? Na klar. Könnte man. Vielleicht. Wo sind wir denn stehen geblieben? Wo waren wir stehen geblieben, genau. Düse! Billy, dein Sprite meldet sich zurück. Ole! Alter. Und, pass auf. Es verhält sich dergestalt, dass er das Ganze zurückverfolgen konnte und der Comlink des Professor Dr. Nikolai Ivanovich befindet sich offenbar in nicht ganz Moskau, sondern eine Stunde 24 Minuten davon entfernt. Was? In einer ehemaligen, sagen wir mal, kleineren Stadt namens Sergiev Posad oder so ein Scheiß. Und da waren früher mal 100.000 Einwohner. Dann gab es aber Eurokriege und man musste natürlich viel mehr Waffen bauen und das ging am besten in Moskau. Das heißt, im Wesentlichen sind die alle weg, weil es keine Arbeit mehr gab. Und da, weißt du, das ist so eine Stadt, über die Moskauer eigentlich nicht mehr sprechen, weil die ist im Wesentlichen tot. Und die feinen Herren in Moskau oder auch alle Menschen in Moskau denken sie erstmal, sind was Besseres als der Rest von Russland. Gerade die kleineren Gebiete. Und da spricht man halt nicht drüber. Das gab es nie. Da haben nie Menschen gelebt. Das war schon immer. Und Leute, die dort herkommen und nach Moskau irgendwann gezogen sind, auch in vor kannst du jetzt mal Luft anhalten? Nee. Auch so. Die würden nie sagen, ich komme daher. Die waren schon immer in Moskau. So ein Ding ist das. Da gab es natürlich ein paar Verbrecherbanden, Schmuggler und sowas, die sich das zunutze gemacht haben. Ich meine, da gab es ja Infrastruktur und so. Und irgendwann hat Evo gesagt, wir kümmern uns da drum. Und dann haben die sich offenbar drum gekümmert. Und seitdem hört man da nichts mehr. Da ist er. So was. Ich rufe mal in seiner Praxis an. Inkognito. Keine Antwort, meinst du? Ganz recht. Und was für so ein Comlink hat der? Seine Praxis. Ja. That's what she said, Flummi. Aufgrund der Tatsache, dass du schon so oft dort warst und dass die Geräte quasi schon so oft zu dir gesprochen haben, musst du das nicht würfeln. Du bist drin. Und da gibt's Kameras und das Schloss außen wurde erbrochen offenbar und das und Konfetti! Und Konfetti. Quasi. Also der Typ, okay. Der Muskel, den er immer dort rumstehen hatte, der ist quasi Konfetti.
Oh, da ist Konfetti? Also, der ist nicht Schrotflintenkonfetti, aber er ist auch jetzt nicht, lebend würde ich das nicht nennen. Er das wird wahrscheinlich chillt extra hart. So wie mit dem Schraubenzieher im Kopf quasi, ne? Na, einfach eine Kugel quasi im Kopf. Oh, schön. Und sieht ein bisschen so aus, als hätte es da einen Kampf gegeben. Richtig geil. Bestes Anzeichen dafür, der ist ein Typ und der hat eine Kugel im Kopf. Die Kugel sehe ich natürlich nicht, ne? Ja, und da ist auch kein Professor Dr. Nikolai Iwanowitsch. Ja, das ging jetzt eigentlich aus deiner Rede hervor, da hast du recht, ja. Das ist schön, ne? Dankeschön, ja doch, doch. Mann, aber wenn ich es nicht dazu gesagt hätte, was hätte man da gemacht? Da wäre es nicht dieb und dicht gewesen. Ganz klar. Nichi digidagi. Und das ist jetzt aber schlecht. Jojo. Die ist gerade Pizza holen. Oh. Macht sich nützlich. Sag mal, habt ihr keinen Lieferservice in Deutschland mehr oder was? Nee. Warum liefern lassen, wenn man sich selber machen kann? Richtig, so, also Billy spricht Jojo an und die meint... Ja? Was? Sorry, das war gerade lustig. In der Tat? Was ist denn mit dir, Deli, Kaban? Hä? Was soll mit mir sein? Was ist los? Pass auf, warum... Wie viel Zeit ist jetzt her eigentlich? Hä? Also, ich sag mal, was passiert ist. Ich sag mal, okay, das wollte ich wissen. Okay. Billy hat versucht, bei Matrioschka zu hacken und das hat nicht so gut funktioniert. Alles klar. Aber dann kam direkt der Sprite. Das heißt, Billy hat einfach ein bisschen irgendwo, ja, 2 Minuten später. Ja, was ist los? Warum vertraust du Matrioschka eigentlich nicht so richtig? Okay, pass auf. Es passt zeitlich alles nicht. Okay, der Doktor ist irgendwo in einer Stunde entfernten Stadt. Okay. Seine Klinik ist aufgebrochen und der Muskel, der vorne dran steht normalerweise, der liegt da gerade. Und er hat ein sehr ungesund aussehendes Loch am Kopf. Okay. Und was ist bei Matrioschka jetzt rausgekommen? Matrioschka ist anscheinend im Laden. Jedenfalls das Komnik ist im Laden. Dann haben sie den Doc wahrscheinlich eingesackt. Hm? Ja. Und Matrioschka wahrscheinlich auch. Warum sollte Komnik dann im Laden sein? Weil der Komnik vom Doktor mit ihm auch ist. Aber wahrscheinlich haben sie die nicht so einfach rausgekriegt. Was? Das Comlink von Doc ist bei Matrioschka? Nein. Du hast mich falsch verstanden. Das Comlink von Matrioschka ist im Laden von Matrioschka. Das Comlink vom Doktor ist somewhere far away. 1000 Kilometer. Bist du auf die Überwachungstechnik im Laden gekommen? Nein. In der Bäckerei gekommen? Nein. Was weißt du, also woher weißt, was weißt du denn über den, also... Das Comlink von Matrioschka ist im Laden von Matrioschka, ja, ist aber, der Laden geöffnet, weißt du das? Ja. Also dann haben sie die da nicht rausgeholt. Warum sollte ihr Comlink dann da sein? Das ergibt keinen Sinn, wenn sie die da rausgeholt haben. Wir hatten gesagt, dass niemand rausgeholt hat. Ja, weil sie mich 2 Minuten, also nicht zwei, aber weil sie mich vielleicht 10 Minuten vorher angerufen hat. Und wenn da irgendwie, und das so anhört, wie, ja, scheiße, dann kann das Comlink nicht bei der im Laden sein, wenn da Betrieb ist, wenn sie die da vorher rausgeholt haben. Es könnte Minuten der vorher. Laden, ich weiß es doch nicht hundertprozentig, der Laden, es hat sich angehört wie Ladenbetrieb, lokalisiert ist er im Laden. Dann aber ist er in der Tasche. Dann hat sie, also entweder, die einzige Möglichkeit ist, dass sie dieses Comlink einer von ihren Mitarbeiterinnen gegeben hat. Wenn die das gemacht hat, okay, dann aber dann ergibt das ergibt mit dem Telefonat, was ich gerade mit ihr geführt habe, keinen Sinn. Jo. Sie hat mich angerufen und sagte nur, Jojo, Sie sind hier. Deswegen, wenn das jetzt im Laden ist und da normale, also wenn sich das so anhört, als wäre es ganz normal im Laden und da niemand geschrien hat oder irgendwas anderes war, dann haben sie die da nicht rausgeholt. Verstehst du, was ich meine? Da hat niemand geschrien. Muss das Comlink sonst jemandem gegeben haben, wenn es in irgendeiner Tasche gewesen sein soll oder sonst irgendwo lag, dann können sie die da nicht rausgeholt haben. Der Laden ist jetzt schon länger geöffnet, dann wäre da dicht. Das kann nicht sein. Das passt nicht. Das passt alles nicht zusammen. Spielleiter, die hat nicht so solche, du weißt schon, diese Labels, die man sich auf die Unterhosen klebt. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, nee. Hat es jetzt nicht zufällig in der Tasche gehabt, ne? Habe ich nicht gesehen. Geil. Ich weiß ganz genau, womit du mit dieser Frage hin willst, in Klammern. Was? Nein. Dammit. Der Inhalt der Tasche. Pass auf. Baugummis. Kondome. Da drin in der Tasche ist es dunkel. Wieso sollte man das sehen? Licht angemacht. Du hältst den Mund. Du kannst es nicht anmachen. Okay. Ich kann es nicht anmachen. Stimmt, das ist richtig. Billy sprach, es werde Licht. So. Doch, Trolli fand den Schalter Licht. Also. Sorry.
Zusätzlich zu, Entschuldigung, nicht Kondome, Sprühkondome selbstverständlich, Kaugummi und ein Datenchip und sonst ganz viele Flusen, sehr viele Flusen. Anhand der Flusen kann ich natürlich nicht feststellen, wo sie zuletzt war. Nee, ach ja, der Datenchip, War der Wi-Fi? Ja. Ach, dann könnte ich ja... Wenn du das nochmal durchgehst, also weißt du, was da drauf ist? Nö. Men's Health. Warum liest die denn Nummer Men's Health? Ganz oft. Was weiß ich, warum die Men's Health liest. Die mag die Sixpack Boys. Naja, einer muss ja. Oh. Muss ich Billy mal demnächst mit ihr drüber nachhalten. Das wäre vernünftig. Besser, wenn du dich mit ihr unterhältst, als die Wahnsinnige. Hm? Sag mal, magst du die Nummer ja auch mal versuchen zu verfolgen, wo der ist? Sicher. Ivan ist gerade unterwegs in Donskoy mit seiner Karre offenbar. Willst du es genau wissen? Ja. Hm? Ja, da müsste ich erst wieder die Karte reinschmirgeln, warte ganz kurz. Sonst findet sich ja keiner zurecht. Ja, die Matrix, du, da ist echt viel Neues. Hm? So, der ist innerhalb des Tages. Kannst du noch länger in die Länge ziehen? Ah ja. Jetzt muss ich alles wieder schneiden nachher. Was? Nein, das bleibt so. Also, das ist hier so rumgefahren. Dann ist der hier so rumgefahren. Dann ist der hier so rumgefahren. Dann ist der hier so rumgefahren. Dann ist er hier so rumgefahren. Und jetzt ist er hier. Vor allem, wenn ich jetzt ins Twitter komme, sieht es wahrscheinlich aus wie Sau, Alter. Und das Schöne ist, während das Ganze, er das Ganze beschrieben hat, ist auf der Karte nichts passiert. Jetzt ist Ausgangs- und Endpunkt ist dieser gelbe Punkt an dieser blauen Linie. Er hat wohl mehrere Kunden abgeklappert. Was für Kunden klappert der denn ab? Also Kunden, die offensichtlich medizinische Betreuung so oder auch eine Leiche abzugeben haben. Also. Na, ich kenne den ja nicht. So, das ist, ja. Offenbar, also für dich wird offensichtlich, das Comlink hat dort mal ein bisschen gestanden und dort mal ein bisschen 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 und dort mal ein bisschen, dort mal ein bisschen länger und so weiter. Also anscheinend ist der nicht in der Bredouille. Also Kaban, ich glaube nicht, dass er in der Bredouille ist. Der fährt lustig mit dem Comlink rum. Wie ist denn dem sein Comlink? Ist es ein gutes Comlink, ist es ein schlechtes Comlink? Spielgeleitet, ja. Also wenn du 5 Minuten Zeit nimmst, ist das kein Ding. Jo, ich geh mal rein da. Bredouillieren. Ja, der hat sich ein paar Notizen gemacht zu Dingen, die er noch besorgen musste unterwegs für manche der Kunden, die er halt so hatte. Kunden oder Patienten? Patienten. Und was für mich eigentlich das gleiche ist. Ach ja, und dann hat er ja irgendwie, bevor er Kaban angerufen hat, ein paar Stunden vorher eine Nachricht bekommen, beziehungsweise einen Anruf, der wohl der Nummer entspricht, die du von Matrioschka hast. Ach, ich hab schon Matrioschka eine Nummer gekriegt. Ja, ich glaube, bei dem Zenit-Ding hattet ihr die bekommen. Das Mütterchen gibt doch gibt doch Nummern gerne raus. Nummern für was? Na, ihre Comlink-Nummer. Ach, ihre Comlink. Moment, der Typ hat Matrioschkas Nummer auf dem Comlink? Sie hat ihn auch angerufen. Warum ruft der denn die an? Kann ich mir jetzt auch nicht erklären. Müssen wir mal nachfragen oder so, keine Ahnung. Das ist eigentlich gar keine so blöde Idee, was du gerade sagst. Müssen wir mal nachfragen. Deli? Kaban? Ja? Was meinst du denn, wie der Typ drauf reagiert, wenn er mal eine Fremde anruft? Ich würde den gerne fragen, warum der die Matrioschka kennt. Woher der die Matrioschka kennt und was er mit der Matrioschka am Hut hat. Was? Matrioschka kennt? Entschuldigung. Was? Bin kurz eingenickt. Wen kennt er? Ich mag das. Okay, pass auf seinem Comlink habe ich gerade eben Matrioschkas Nummer gefunden. Und wer ist Matrioschka? Die Mama. Meine Schieberin. Ah, okay, gut. Gut, dass die wir Mama? Alle so fokussiert sind gerade. Sorry, den Namen habt ihr mir noch nicht erzählt. Doch, aber nee, macht ja nichts. Er ist sehr loyal normalerweise. In welchem Zusammenhang? Generell, also er ist ein Streetwork, er lebt von seiner Loyalität. Okay, wenn der den Auftrag von Matrioschka hat. Haben wir natürlich einen Zusammenhang. Ich glaube, es wäre allerdings besser, wenn ich da anrufe. Dann rufst du den jetzt an. Ja, Sekunde. Achso, Entschuldigung, red weiter. Kannst du irgendwie kannst du irgendwie meinen Comlink verstecken, dass die mich nicht orten können? Ich kann dich proxien. Gut. Die Antwort ist ja. Bringt das denn was? Was meinst du mit, was bringt das denn was? Egal. Ich hab keine Ahnung davon. Also wenn er sagt, wenn sie sagt, dass sie mich verstecken kann, dann ist ja gut, dann versteckt sie mich. Ich war gerade verwirrt, Entschuldigung. Du rufst ihn also über Sibylis Kopf an.
Ja, eben. Geile Scheiße. Ja, hallo, was ist denn los? Ich dachte, das wäre noch irgendwie klar gegangen. Schon gesagt, oder? Hat sie doch Bescheid gegeben. Ja, die Scheiße ist so ein bisschen, ein bisschen weitgreifender. Moment. Ich hab dir das weitergeleitet und sorry, aber da musst du erstmal gucken. Ich helfe dir so ein bisschen, wenn das arg ist, aber hast dich für deine Freundin entschieden und musst du jetzt auch. Ich weiß, kein Problem. Okay, wollte dir auch nicht an die Karre pissen. Das ist gut, die ist frisch gewaschen. Hoffe ich doch. Wir haben zum einen wollten die uns ja umbringen. Ne? Also die wollten uns anscheinend, also auch. Das andere Team, also das Team, was sie uns, was die Extraktion durchführen, wollten die uns umbringen. Die wollten halt das, den Geldübergabepunkt, haben die eine Bombe gelegt. Das war die Uber. Ja, genau. Zum anderen habe ich rausgefunden, wer dich angerufen hat. Oh, okay. Wir haben die Nummer auf dem Comlink gefunden. Deine Nummer. Auf welchem Comlink? Von einer guten Dame. Und auf wessen Comlink hast du diese Nummer gefunden? Matrioschka heißt die? Ja. Also, und wo hast du das jetzt nochmal her? Ich wollte nur wissen, jetzt bleiben wir mal ganz kurz bei Punkt 1. Wo genau hast du jetzt also gefunden? Ich meine, das ist vielleicht ein offener Faden für mich, das müsste ich schon, ne? Also, wir suchen gerade, wer uns umbringen wollte und sind da auf die Nummer von dir gekommen. Auf ihrem Comlink war deine Nummer. So. Ja. Wir können uns eins zu eins zusammenzählen. Matrioschka hat das vermittelt. Ich hab doch gesagt, die ist eigentlich safe. Der Typ meinte das und ich glaubte das. Und von der Beschreibung her war die echt, also, klang okay. Natürlich war die vorhin ja schon angepisst, aber... Habt ihr noch miteinander gesprochen? Nee, danach nicht mehr. Also, hab mir das angehört und dann war auch okay. Nachdem ich dich angerufen habe, hast du nochmal mit ihr gesprochen? Genau. Okay. Und da sagte sie, es wäre in Ordnung? Nachdem sie natürlich erstmal gesagt hat, dass sie mir garantiert bla 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 und die will und nee. Ja, kannst du mir da ein bisschen auf die Sprünge helfen, worum ging es da, wo das in dem Gespräch, also... Na, ich habe ja gesagt, der Typ meinte... Das Ding wäre schief gelaufen. Ich habe erstmal nicht gesagt, dass du dich irgendwie für irgendwas entschieden hast, weil, ne? Aber das Ding wäre schief gelaufen und der Auftrag ist nicht ausgeführt. Und da hat er gesagt, Mann, was ist denn da los? Von den anderen habe ich gar nichts gehört. Wie kann das sein? Und was hast du jetzt für jemanden vermittelt? Wie soll das funktionieren? Blablabla. Was ist das eigentlich für ein Kerl oder für eine Aale gewesen? Mach doch mal deinen Scheiß richtig. Krieg mal deinen Scheiß auf die Reihe. Blablabla. Und dann meinte sie aber, okay, shit happens, gibt halt auch keine Bezahlung. Dann hat sie noch ein bisschen den üblichen, ich werde nämlich das nächste Mal jemand anders mit Street Dogs, dass die was vermitteln, ist sowieso immer scheiße, bla bla. Okay. Du hattest vorher mit der Frau nichts zu tun, richtig? Mhm. Shit. Du hast nicht zufällig eine Aufzeichnung von der, oder? In dem Gespräch? Mhm. Nee. Habe ich mir auch gedacht. Das wäre irgendwie ganz dumm. Ja, ich weiß, aber ey, hätte sein können. Ja. Okay, dann müssen wir wohl bei der mal anklopfen. Hey, ich dachte, ihr wart schon bei der. Und habt ihr Comlink irgendwie in eure Hände gebracht? Wir waren noch nicht physisch vor Ort. Ah ja, okay. Gut. Gut, dann danke für die Info. Und halt den Kopf unten. Das sagst du so einfach. Aber ich hab überhaupt mit niemandem irgendwas zu tun. Also, soweit ich weiß, war das ein echt langes Gespräch dafür, dass du dich verwählt hattest. Aber kann ja keiner wissen, dass wir beide Eishockey-Fans sind. Also. Ja, genau. Ja. Tschüss. Piep, piep. Shit. Bisschen viel Text. Das sagt Billy. Ja, ja. Wir werden ganz viel Spaß haben. Spaß. Mit Matrioschka? Spaß haben. Stimmt ihr mir dazu, wenn ich jetzt einfach mal sage, ich will auf den Comlink drauf, unter allen Umständen? Und nachdem ich jetzt Rückmeldung von einem meiner Sprites bekommen habe, schicke ich dann einen zweiten los. Was? Du hackst dich jetzt nicht auf deren Comlink ein, wir gehen die morgen besuchen. Glaubst du das? Ich möchte mehr Intel haben gerne, bevor wir da hingehen. Können wir nicht jemanden vorbeischicken? Und gucken, ob sie da ist? Niemanden.
Das müssen wir selbst machen. Höchstens jemanden vorbeischicken und gucken, ob sie da ist. Ja, allerdings müsste das jemand sein, den sie nicht mit mir in Verbindung bringen kann oder mit jemandem von uns, wobei auch das ginge. Jetzt, wo sie offensichtlich weiß, dass die ganze Sache schiefgelaufen ist, wird sie wahrscheinlich gucken, dass sie entweder sich jemanden dahin stellt, der aufpasst, oder irgendwas anderes, irgendwelche Sachen gemacht hat, denn sie weiß ganz genau, vermute ich mal, das ist immerhin ihr Job, dass es sonst sein kann, dass sie Probleme mit ein paar mehr Leuten bekommt, gerade nach so einer Aktion. Und sie sich wahrscheinlich auch denken kann, dass ich sie nochmal besuchen komme. Genau das werden wir machen. Oder ich werde das tun. Ihr könnt euch entscheiden, ob ihr mitkommen wollt oder nicht. Die Tür geht auf. What? Ich reiße die Maschinenpistole hoch. Junge, Alter, du sollst dir von denen nicht auf der Nase rumtanzen lassen. Ich bin der Gute. Verstehst du? Wie wär's mal mit anklopfen? Nee. Anklopfen sehe ich nicht. Ich meine, denk dir mal mit. Das ist immerhin quasi eher mein Zuhause. Da wird nicht angeklopft. Ja, es ist, ich meine ja nur. Naja. So, wie sieht denn das jetzt aus? Ich habe gehört, wir müssen heute noch bei jemandem vorbeifahren, also kann jetzt mal irgendjemand mit der Sprache rausrücken, das wäre schon mal ganz gut. Wir müssen zum Bäcker. Scheint echt angeschränkt nachzudenken. Wir müssen zum Bäcker, habe ich doch gesagt gerade eben, oder nicht? Ja, Was machen wir morgen selbst? Der kennt ja nicht alle Kontakte. Selbst? Ja. Nee. Bist du überhaupt morgen wieder fit, so richtig? Klar. Also hier, Lady Gaga, red mal weiter. Welcher Bäcker, was ist da jetzt genau? Lady Gaga? Wem redet er jetzt? Mit dir? Er redet mit dir. Ach, mit mir? Gut erkannt. Ich wusste gar nicht, dass du aus Musik aus dem letzten Jahrhundert gerne magst. Kannst du mal sehen. Das sieht gar nicht so aus. Mhm. Finde ich ja voll klasse. Gehen wir mal auf eine Party zusammen, oder? Das wird auf jeden Fall auch nicht passieren, aber jetzt gehen wir mal ein bisschen voran in der Konversation, überspringen den ganzen Scheiß und dann... Ansage war eben, machen wir selbst, oder? Hast du gehört? Ja. Aber das hier ist auch eine Gängeangelegenheit. Ist es? Ja. Ich lasse das mal unter euch beiden ausmachen, weil ich bin nicht in der Gang, also halte ich mich besser raus wahrscheinlich. Ansonsten habe ich gleich wieder einen am Latz. Sein Blick auf Jojo. Kaut die gerade, oder was? Sehr unangenehmes Schweigen, glaube ich. Also. Mit dem Arm brauchst du gar nicht anfangen. Mit dem Arm kommt irgendeine scheißlange Erklärung, dass du irgendwas nicht machen willst, was ich jetzt gerade angesagt habe. Das lässt du eigentlich also direkt bleiben. Was ich brauche ist, welcher Bäcker? Ich sag dir Bescheid, wenn das, wenn wir da hinfahren. Ah ja, gut. Also frage ich jetzt jeden, der dir mehr zuhört als die ersten 5 Worte und irgendjemand wird schon wissen, welchen Bäcker du meinst. Okay, alles klar. Das ist so, wir sind uns noch nicht ganz sicher, ob es die Person ist. Ein Ding, wir sind zärtlich, bis wir sicher sind. Ja, es wäre ja unschön. Jojo, lass uns das mal klären und dann wird Jojo dir die entsprechenden Schritte mitteilen. Pass mal auf, Sis. Wenn ich von irgendwelcher Einzelscheiße erfahre, dann echt, dann wirst du in der Ecke geschubbt. Nee, schon wieder ganz falscher Anfang. Hast du das nicht begriffen? Jetzt aus Prinzip. Das ist eine Angelegenheit, die sicherlich etwas weitere Kreise zieht, als ich eigentlich dachte. Und ich glaube, dass es da ein paar Begegnungen geben wird, wenn das so läuft, wie es wahrscheinlich laufen wird. Möglicherweise hat es auch die Bullen gerufen oder irgendwas anderes, die dann bei ihrem Laden warten. Deine Zeit ist abgelaufen. Er geht auf dich zu, greift dich am Schlawittchen, zerrt dich hoch. Lass das sein. Du guckst dir die Nacht nochmal ganz genau an, was du auf der Schulter hast, und dann habe ich morgen meine Antwort. Dann lässt er dich zurückplumsen und dann geht er. Geschwisterliebe. Ich mache deine Tür zu. Was ist denn jetzt das Problem? Jojo, Billys Blick ruht auf dir. Ich glaube, das Problem ist, dass wenn die Gang, so wie ich Gangs einschätze, das platt machen, ohne dass wir Antworten kriegen. Glaube ich auch nicht. Nein, das ist nicht das Problem. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Ich habe nur keine Lust, weil ich nicht weiß, wer da noch alles drin hängt, dass hinterher wieder irgendwelche Streitigkeiten ausarten, die möglicherweise zu ähnlichen Verwicklungen führen könnten, wie die ganze Geschichte mit den Fleischern. Deswegen habe ich jetzt nichts gesagt. Was haben die Fleischer jetzt damit zu tun?
Fleische haben gar nichts damit zu tun. Das war jetzt auch... Ist egal. Verdammt, ist egal. Wir fahren da morgen hin, mit oder ohne Alex oder Vlad oder wer auch immer damit geht. Also jetzt würde ich vorschlagen, wir gehen eine Runde schlafen. Sollen wir irgendwie wachen, Anführungszeichen? Nee, da passt schon jemand auf. Bist du dir sicher? Ja. Sorry, Matrioschka hatte ich eigentlich auch als eher solide eingeschätzt, aber... Sag mal, willst du mir jetzt sagen, dass meine Familie nicht auf mich aufpasst, oder was? Ich will sagen, dass ich keinen Bock habe, dass ich heute Abend abgeknallt werde hier. Ganz einfach, okay? Sieh das auf deine Familie, wie du willst, ja, weil du Stress hast, aber jetzt mach mich nicht dumm von der Seite an. Ich habe keinen Bock, hier abzunippeln, okay? Ich halt Wache, legt euch hin. Ich brauche nicht schlafen gerade. Blitzt in Jojos Auge. So, du kannst wahrscheinlich damit besser umgehen als die Hübsche hier. Ich gebe dir quasi die zweite Maschinenpistole. Und leg die unter deinem Kopfkissen. Ich hab eine eigene Knarre. Gut. Ja, ich meine, das ist gut Feuerpower, die man einfach hat. Dann schmeißt sie nach Foxy quasi und weiß ja, böses Ende, die Richtung. Hä? Böses Ende auf die bösen Junge. Leute. Und dann einfach durchdrücken. Ich kann damit auch nicht schießen. Ich kann mit einer Knarre umgehen. Danke. Genau. Ich kann besser schießen mit meiner Pistole als mit dem Ding. Das Ding musst du auch einfach nur in die Richtung drücken und halten und drücken. Aber da passt schon. So, jetzt hinlegen, schlafen. Ich würde quasi so lange wach bleiben, dass ich selber noch, wenn ich dann, ja, ich würde dann irgendwann Foxy leise wecken quasi und sagen, hier, ne, Augen die Richtung. Ich lege mich jetzt auf. Du wird mehrfach wach werden die Nacht. Aber müsst du wirklich eine Nacht durchmachen? Nein, deswegen sage ich ja, ich würde mir das so selber so einteilen von der Zeit her, dass ich selber noch ein paar Stunden schlafen kann. So wenigstens 4 bis 6. Gut, du hörst übrigens auch dann noch in deiner Wachphase, dass da unten noch ein paar Motorräder ankommen, da stehen jetzt so 3-4 Typen. Ja. Also, stehen ist relativ, aber... Ist okay. Ach so, ja. Es ist ein wunderschöner Morgen. Klirrend, kalt, alle haben sich lieb. Morgenstund, Billy hat Kabel im Mund oder so, ne? Was? Es ist ganz schön eng auf dem Sofa, da passieren Dinge. Also sagen wir es mal so, Jojo wird vermutlich 4 bis 5 Stunden gepennt haben, die wird in der Zeit 2-mal wach geworden sein, danach ist sie wach und wird auch nicht mehr pennen, die wird die letzte Wache vermutlich übernommen haben oder ab dann oder so. Billy hat die letzte Wache. Oder so. Wenn du wach wirst, sagt die eh, geh schlafen. Sag, pscht, pscht, ist okay. Alles gut. Schlafe, klein Jojo, schlaf schön ein. Bald wirst du sehen, Kabat nicht ein Schwein. Achso, da ist er ja schon. Damit. Ich glaube, das wird nicht passieren. Egal, jetzt schlaf. Funzel, es ist schon wieder morgen. Billy geht irgendwann raus. Richtig schön kacken. Nee, die hat er extra nicht gegessen, damit sie nicht kacken muss, Mann. Die geht raus und... Das ist aber dumm, wenn es kalt ist. Hä? Ja, dann kühlst du noch ein bisschen schneller aus. Auf der anderen Seite friert sie dann auch nicht an der Kloschüssel fest. Richtig. Das sind bestimmt die schwarzen Dinger da, die schwarzen Toiletten. Mhm. Gusseisern. Billy möchte irgendwie Kaffee organisieren gehen. Das heißt, sie geht also quasi vor die Tür, wo diese Motorrad-Heinis stehen. Also du hättest etwas angegammeltes Instant-Pulver auch oben, aber ich nehme an, das wird nicht... Nee, das entfüllt nicht meinen Standard. Sorry. Gut. Sehr, sehr lieb von dir, dass du mir Gammelpulver andrehen willst, aber nee. Ich will dir nur den Weg ersparen. Okay, du gehst runter, einer von denen ist noch wach. Das ist der erste Zwerg, den du jemals bei diesen Motorradtypen siehst, aber okay. Der nimmt dir freundlich zu. Guten Morgen. So, moin, was, Wollt ihr auch ist Kaffee? Kalt da oben, oder was? Nö, ja. Kaffee, du. Ha? Ich finde Kaffee echt super eklig. Ich habe eigentlich immer nur so Energy Drink und sowas. Da soll ich einen Energy Drink da mitbringen, oder was? Boah, wo willst du denn herholen? Da ist ein Block, weiter ist doch ein Stuffer. Nee. Ach doch. Nee. Ja doch. Die nächste Möglichkeit hier was einzukaufen, was nicht auf Tauschwaren basiert und was echt, also, das wird echt nicht funktionieren. Wenn du willst, besorgen wir uns jetzt schnell für dich Kaffee, aber also einkaufen? Nee, nee. Nur Kaffee. Nee. Kaffee halt, Kaffee. Da komm einfach mal mit. Mach's und Frühstück. Wir können uns das Leben nicht so schwer machen, ich meine, das ist ja schon schwer genug. Komm mal mit jetzt hier. Cool, danke. Er geht mit dir 2 Eingänge weiter, klopft da freundlich laut an der Tür.
Typ schielt raus, Zwerg präsentiert Tattoo, Typ gibt alles, was ihr wollt. Bis zum Meer außer Kaffee. Stullen, vielleicht zwei, drei Butterstullen. Gute Butter. Wieder Melange. Also Butter, ne, also. Sind Butter. Das, ja, ja, doch, die extra dünne. Ja, ja, die so richtig nett nach Fett schmeckt. Fett? Nee, das auf jeden Fall nicht. Fett. Die schmeckt noch nicht mal nach Geschmacksverstärkern, das ist echt. Die ist nicht fettarm, sondern die ist fettarm, Alter. Arme Butter. Das war ein guter Spruch. Ah, ich muss die zweite Flasche Wein, glaube ich, heute noch aufmachen. Auf jeden bitte. Fall los. Ja, also du. Billy macht Kaffee, ein klar. Brot und Kaffee und sowas und ja. Ich weiß doch, dass Jojo und Kaban immer Hunger haben. Das ist richtig. Darauf lege ich Wert. Jojo ist auf Ravioli. Die sind leer, die habt ihr doch gestern schon gefressen, ihr zwei. Ihr habt doch wahrscheinlich gefurzt wie die Iltisse. Also es gab einen Feuertopf. Jojo nicht. Wenn Kaban den gegessen hat, dann war es warm in der Bude. Wenn Jojo den gegessen hat, könnte er echt gut gehabt haben. Und Klo wieder dreckig. Würfel doch mal Edge, ob ich das gegessen habe oder nicht. Oh, und der Edgewurf, alles Einsen. Der Kaban hat einfach so den Feuertopf. Mann, 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 Mann. Den hat Jojo gegessen. Zum Gräuel von allen anderen. Ja, also ich besorge Kaffee und Kuchen. Fritis. Nein, Kuchen nicht. Kaffee und Kuchen. Nicht. Hätte ich nicht, oder was? Hätte ich Kuchen da. Kannst du mal dafür sorgen, dass sie nicht mehr direkt hinten am, wenn sie nicht gerade spricht? Ach, das ist andere, tut mir leid, keine Chance. Ist ja Wahnsinn, ne? Denkst du, Ebola ist ein Gerücht? Eigentlich bin ich davon ausgegangen, ja. Deswegen ja auch der Marathon, damit wir das heute durchkriegen, ehe ich verrecke. Das wird da quasi das Highlight, ne? Live im Podcast der White Russian, Jojo verreckt, aber nur weil Flummi verreckt, oder was? Nicht lustig. Na klar. Kann Flummi eigentlich Edshop an? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Seine Ziefer verbrennt dich höchstens. Ich Moment. Glaub, das zählt nicht. Nee, das geht nicht. Die White Russians sind mein Vermächtnis. Ich verbrenne noch nicht mein Vermächtnis. Gott. Mal, Gott, musst du dir dein Nachleben scheiße vorstellen, wenn das hier dein Vermächtnis ist, Alter. Wir reden hier über Feuertopf und ob den einer Ork frisst und dann übelst die Bude voll furzt und machen dann eine Edge-Probe und das ist dein Vermächtnis. Scheiße. Es gibt halt Leute, die haben was gerissen und es gibt halt sie. Mann, Mann, ja, Mann. Also ja Billy kocht Kaffee, das ist echt. Kaban hat auch einen gerissen die ganze Nacht. So, ja, ich koch Kaffee. Lecker. Ich komme dann mit Kaffee auch irgendwann angewackelt, natürlich. Du siehst noch, Jojo ist dann doch nochmal eingenickt, ganz kurz nur. Wie, ich kann das jetzt nicht, das muss jetzt. Kaban nochmal etwas entweicht. Und Jojos Haare so ein bisschen vom Winde, weißt du? Bitte was? Die Wangen flattern. Der Cessna. Nee, hier, was, wie heißt denn gleich wieder hier? So ein Privatjet, der startet quasi. Gulfstream. Wir wollen es mal nicht übertreiben. Danke, eine Gulfstream, genau. Nur ein bisschen Haare, mehr nicht. So, dann schön. Dürft ihr übrigens auch aufwachen von Kaffeekuchen. Ach, spätestens als Billy die Tür wieder aufmacht, sitzt Jojo wieder gerade. Jupp. Bin nur ich. Ein Türgeräusch, auf das bin ich auch getrimmt quasi. Dann springe ich quasi auch auf und renne Alarmstellung. Nein, ich schieße nicht sofort. Hätte sie sich quasi eine Maske aufgezogen, wäre alles anders gewesen. Kaffee? Hey, Kaffee. Klingt gut. Kaffee. Yay, Kaffee. Riecht gerade wirklich gut. Hast du auch was zu essen? Ach, ist doch noch was da. Sehr gut. Na dann, Mahlzeit. Ja, bon Appetit. Dankeschön. Gut. Dann stärkt euch mal und dann Schlachtplan. Ich würde sagen, wir lassen jemanden vorbeifahren da, ob sie da ist. Wieso? Wir können doch auch einfach wissen, dass sie da ist, wenn der Comlink da ist, oder? Dip. Könnte man auch, ja. Und was hältst du denn davon? Ich gehe in die Bäckerei rein, frage, ob Matrioschka da ist. Kennt dich. Stimmt. Ja, mich kennt sie nicht, aber wenn sie mich angesetzt hat, wenn sie ein Portfolio gekriegt hat über mich, hat sie vielleicht auch ein Bild. Dann geben wir irgendeinem Spacki da draußen 10 Yuan, sagen, der soll reingehen und fragen, ob Matrioschka da ist. Und wenn sie da ist, rauskommen und
Info durchgeben. Bam. Können wir machen. Was? Kannst du gucken, wo das Comlink ist? Sicher. Ich hab's ja schon mal gesehen, da werde ich es wiederfinden. Wie spät ist es jetzt? Wie spät ist es? Es ist vermutlich noch relativ 9 früh. 9 Uhr. Es wird wahrscheinlich früher sein. Ja, das denke ich auch, weil es arschkalt ist einfach. Da pennst du eh nicht gut. Wie? Also 9 Uhr hast du gesagt. Ich sag jetzt mal 9 Uhr. So, gut. Weil gestern spät wurde wahrscheinlich. Sehr spät wahrscheinlich. Ich denke sehr, so, sehr spät. Auch wenn du schlecht schläfst, bist du vollkommen zerrungst. Also, ja, ja, klar. Ne? 9 Uhr, nee, hier Arbeit habe ich gesagt, also die Bäckerei würde ich sagen. Die ist auf der Arbeit, meinst du, musst du sagen. Das Comlink ist auf Arbeit. Ja? Ja. Comlink ist auf Arbeit. Die Flusen kommen dir echt bekannt vor. Ach, bin ich wieder drauf. Nicht, dass sie das sein muss. Hoffen wir nicht, richtig. Wir können jetzt einfach geduldig sein, bis mal vielleicht jemand das Comlink... Ah, ich kann das Comlink einfach mal anrufen. Und dann nimmst du es aus der Tasche und dann sehe ich doch. Ja, ist ein guter Plan. Unterdrück aber deine, also ruf aber eine bestimmte Nummer an. Jo. Machen wir schon. Ich geh irgendwann was geht der Anrufbeantworter ran. Sie nimmt nicht ab? Nee. War der zu schlau, der Trick, hä? In Zeiten von AR nimmt man das, glaube ich, auch selten aus der Tasche, sondern macht einfach in der Luft irgendeine so komische Bewegung. Oder denkt los, irgendwas, ne? Sowas wie nimm ab. Aber hat sie auch nicht gemacht, selbst dafür ist sie sich zu fein, die blöde Schlampe. Dann ist es wahrscheinlich nicht sie. Oh, okay, so, pass mal auf, die Bäckerei, ja? Ich muss rauskriegen, wo die Scheißschlampe wohnt. Moment. Die Bäckerei ist doch auch garantiert, hat einen Host wie ihre ganze Sicherheitstechnik, ne? Sind die alle also an das Comlink geslaved oder nicht? Die hat vier zusammengesteckte Comlinks. Okay, welcher ist der weakest Comlink? Frage ich auch mal so. Du bist drauf, meiner, echt jetzt ohne Scheiß. Dankeschön. Kameras, ich möchte die Kameras gerne sehen, alle. Beauty, davon gibt es übrigens gar nicht so viele. Das dachte ich mir schon, weil es eine scheiß Bäckerei ist. Es gibt halt eine außen und eine so im die auf die Kasse schielt, falls da mal jemand das Ding überfällt oder so. Und es gibt echt ganz schön viele Mikrofone unter jedem Tisch. Das war vorher gar nicht so klar. Waren echt gut versteckt, sag ich mal. Und Aufzeichnungen, Datenaufzeichnungen, die man sichten kann? Ja, ganz viel. Da ist, seitdem sie diese Bäckerei dort hat, das sind mehrere Jahre. Seit einer Woche. Wie oft habe ich Matrioschka gesehen auf den Aufnahmen? Wann habe ich sie das letzte Mal gesehen auf den Aufnahmen? Quasi fast täglich und gestern ist sie dann irgendwann ganz gemütlich rausgegangen, so Mittag. Wann? Ungefähr, vielleicht ein bisschen, nur Nachmittag, also sag mal so gestern, ganz vorgestern? Grob so 14.10 Uhr gestern ist sie das letzte Mal dann irgendwie. Oh, 14.10 Uhr ist das letzte Mal rausgegangen. Vielleicht 14.09 Uhr und 47 Sekunden. War sie in Begleitung von irgendwem? Nö. Hatte sie ein Gespräch vorher? Ja, sie hat ein Gespräch gehabt mit dem einen Mitarbeiter, der dort am meisten anscheinend mitmanagt, wenn sie auch mal nicht da ist. Und hat ihm da anscheinend noch ein paar Anweisungen gegeben oder sowas. Sie ist nicht im Laden. Jetzt gerade? Ja, also jetzt zumindest gerade. Nicht im Verkaufsbereich. Nee, sie ist ja nicht mehr reingekommen, habe ich jetzt auch dadurch verstanden, was ach so, du erzählt hast. Ja, das könnte auch einen Hintereingang geben, aber es ergibt auch keinen vielleicht. Fraglich. Das heißt aber auch nicht, dass es der einzige Comlink ist, den sie hat. Nein, mit Sicherheit nicht. Das ist mit Sicherheit weder das einzige Comlink, noch wenn sie schlau ist, hat sie sich wahrscheinlich irgendwo ein Plätzchen gesucht, wo man sie mal so kurzzeitig, wo sie kurzzeitig mal so verschwinden kann. Klingt sinnig. Das muss man auch noch rauskriegen, wo das ist. Hey Billy, jetzt gerade, da du nochmal kurz geguckt hast, vor 3 Wochen war so ein Typ da, den du wiedererkennen könntest, der ich weiß gar nicht, Beschreibung, wie hat er das gemacht? Ja, ich glaube, der war das, ja. Wer? Wie bitte? Ja, doch, ich glaube, das war... Naja, ja, der Kampf ist meiner. Das geht aber gar nicht, der Kampf ist doch tot. Ja, das hat man euch so gesagt, ja, das muss so gewesen sein. Aber der Typ sah halt genauso aus wie der. Du wirst mich verarschen, der hat dieselben scheiß Chromaugen gehabt. Ja, die auch. Und der hat ja auch immer noch sein bescheuertes Zeichen. Aber er hat es einigermaßen versteckt. So eine Lederjacke, aber es blitzte mal durch, sag ich mal. Hör auf, wer? So ein kleines Kaninchen, das macht keine Arbeit. Billy hat gerade einen Geist gesehen und setzt sich hin und ist kreidebleich. Was ist los? Ich zeig dir das Bild. Auf dem Bild, das sie ausgewählt hat, gibt sie gerade auf die Zehenspitzen sich stellend einen... Na, so einen Billy-freundschaftlichen Schmoss auf seine Wange. Der war doch schon mal da. Der war doch mal bei Gandhi. Wie bitte? Das wusste.
Ja, natürlich war der Mabagani, aber das wusstest du doch. Da hast du dich auch schon gewundert. Da haben wir sogar schon drüber erzählt. Ja, das ist echt eine ganze Weile her. Aber Gandhi hat jemanden beschrieben, der so eine Stimme hatte, sag ich mal. Ja, oder irgendwie so war das. Er könnte gut da gewesen sein, ja. Und wer ist der? Nachdem ich auf YouTube ganz viele Leute gefunden habe, die alle ganz toll diese Leute nachmachen können, kann es jeder gewesen sein. Aber jetzt habe ich ihn ja selbst gesehen. Und wer ist das? Das ist ein Geist aus der Vergangenheit. Das ist der Geist. Sieht nicht wirklich aus wie Geist. Oh mein Gott! Er sieht nicht wirklich aus wie ein Geist. Also, pass auf, der Typ hat mit der besagten Dame mal ein kleines... Naja, wir mussten mal kurzzeitig mit ihm sprechen, mit diesem Typen. Und er hat mit der Tussi irgendwie mal, weiß ich nicht... Die hatten mal was miteinander zu tun, er hat ihr mal Geld geschuldet, hat sie zumindest gesagt. Es hieß dann mal eine ganze Weile, der sei abgenippelt. Ist aber offensichtlich nicht. Also ich weiß, dass die beiden sich auf jeden Fall kennen und er ihr damals was schuldete, hat sie zumindest gesagt. Keine Ahnung. Na gut, vielleicht finden wir ja ihn. Okay, und der war vor kurzem bei dem. Offensichtlich. Wir fahren in seine Bude wieder. Wir wissen ja, wo er wohnt. Ich glaube nicht, dass der da noch... Naja, gut, versuchen können wir es. Wir haben keinen Anhaltspunkt sonst. Aber ich glaube nicht, dass der da noch wohnt. Das sieht sich aus, dumm genug wäre. Losfahren, oder? Ne, Moment, wohin? Ja, dann... Ja, ich weiß schon, wer uns hinterher fährt. Hinterher fährt? Erstmal frage ich mich, wo ihr euer Auto nochmal habt. Und dann frage ich mich erstmal, wie ihr denkt, wegzukommen, ohne irgendjemandem nochmal was zu erzählen. Also. Ja. Nicht ihr. Ey, ja, nee, eben, wir sind doch nicht raus. Du bist raus, Gending. Voll raus, raus aus der Nummer. Ist Vlad, Problem, nee, Vlad ist gar nicht da, ne? Unten steht er nicht, ne? Jojo ruft ihn an, sie geht aber auch raus dafür. Ich find's gut, dass du vernünftig geworden bist. Können wir uns nochmal kurz unterhalten? Möglichst nicht am Comlink. Ich bin da quasi schon auf dem Weg, wenn du 10 Minuten noch warten kannst. Gut, dann warte ich noch 10 Minuten. Das klingt gut. Piep, piep. Ja, in den 10 Minuten des Gunfist wohnt er nicht mehr. Jojo ist aber auch unten, also weiter unten, die ist jetzt nicht oben in der Wohnung. Ja, ich weiß. Er schnauft nach oben. Ja, Jojo geht mit ihm in eine andere Wohnung. Also, war so Mutter mit ihrem säugenden Kind, aber da hat er echt jetzt keinen Nerv für, die musste mal kurz raus in die Kälte. Kann ja, nicht sein, dass sie ihm den Platz zum Leben wegnimmt. So. Pass auf, von wegen Bäckerei und was bringt gar nichts. Die Tusse ist da sowieso nicht mehr. Ich habe schon eine Ahnung, wer damit zusammenhängt. Das ist die, warte, ich glaube, du kennst sie doch auch. Matrioschka müsstest du auch kennen, oder? Ja, und warum hast du das nicht eher gesagt? Meine Fresse. Weil. Stimmt, die hatte diese Ekeltorte dort. Ja, richtig. Wieder nicht. Genau das. Die ist da sowieso nicht mehr und das ist eigentlich nicht so klug, da vorbeizufahren, weil ich nämlich persönlich glaube, dass die da irgendwas... Ich habe keine Ahnung, wer da alles noch mit drin hängt. Okay, es kann sein, dass da ein paar Leute mit drin hängen, die irgendwie... Naja, ich habe keinen Bock, wieder so eine Fleischersache anzuzetteln, solange ich nicht weiß, wer da irgendwie mit zu tun hat, wenn du verstehst, was ich meine. Schon interessiert mich auch nicht. Ja, das ist mir klar. Also du sagst, wir gucken mal kurz bei der Matrioschka vorbei. Nein, ihr guckt da nicht vorbei. Fragen, ob wir jemanden finden könnten, der uns Auskunft gibt. Wird es da nicht geben, die ist nicht dumm. Echt nicht? Ja. Wird es da nicht geben, bin ich mir ziemlich sicher. Die meisten Leute, die bei der sind, die arbeiten doch einfach nur da. Die haben doch mit deren Beitgeschäft überhaupt nichts zu tun. Vielleicht erinnern die sich, wenn man ein bisschen nachhilft. Manchmal kommt einem da echt was in den Sinn. Glaube ich nicht. Nee, Juti, pass auf. Das ist alles überhaupt kein Problem. Ich stelle jemanden hin, der unauffällig ist und der guckt mal, was da so passiert. Und wenn da, wenn du noch einen Tipp kriegst, dann sagst du Bescheid. So, ich weiß ein bisschen mehr, so ist das nicht. Na, dann mach doch mal das Maul auf. Pass auf, ich weiß, dass da das vor Ewigkeiten, das heißt vor Ewigkeiten, das ist jetzt ein paar Monate her, da ging es doch mal um so einen Typ, diesen Gunfist. Ich glaube, da über den haben wir auch mal gequatscht. Den Schmalspur-Wichser, Spur-Wichser vom März oder sowas? Ja, genau der. Von dem wir dachten, der sei abgenippelt. Das ist er offensichtlich nicht. Wir haben jetzt eine Videoaufnahme, dass die Tussi noch was mit dem zu tun hat. Damals hat er ihr irgendwie Geld geschuldet und hat sie sich ihn nochmal zur Brust genommen. Ich weiß nicht genau. Es kann sein, dass der vielleicht weiß, wo sie ist. Aber ich weiß nicht, wo der Typ ist. Also ich soll jetzt den Gunfist raussuchen. Gut, ich bin auf dem Weg.
Ach, Mann. Ich hab nicht so viel Zeit, verstehst du? Ich weiß, dass du nicht viel Zeit hast, aber ich habe auch keinen Bock, dass du jetzt eine riesen Sache draus machst, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, ist mir wieder egal. Funktioniert. Gunfist, noch irgendjemand? Pff, keine Ahnung, vielleicht kannst du ja auch mal bei Mutti und Vati vorbeigucken oder irgendwas anderes. Hä? Ach Mann, Junge, das Ganze... Bei deiner Mutti und deinem Vati? Bei meinen Erzeugern. Wollte gerade sagen, was hast denn du für eine Mutti? Nee, das mache ich nicht. Aber nach dem Gunfist, das klingt gut. Die wollen mir nur noch Kaviar irgendwo reinschieben, das ist voll widerlich. Also, Gunfist, hätten wir alles viel kürzer haben können. Das nächste Mal erwarte ich, dass das schneller geht. Gut, viel Spaß noch. Geht. Mhm. Ich mag den Typ. Da bahnt sich eine Romanze. Wo es lang ist. Lang da geht. Bahnt sich eine Romanze an, sag ich dem Billy und dem. Viel Spaß. Lach die Sau. Ich wünsche dem viel Erfolg. Also, sobald der Typ rausfindet, dass du eigentlich einen Penis hast, findet er dich plötzlich viel cooler. Was ich weiß. Billy verweint ja auch das Beste der Welten. Da hat aber ganz kräftig einer schon einen am Tee. Billy verweint das Beste der Welten. Ah ja. So die ist gut, die Alte. Ich muss auch sagen, also die Pizza, die ich gerade gegessen habe, war das erste, was ich heute gegessen habe. Also von das daher... ist dumm. Das war nötig. Weißt du, das war nötig, nach dem paar Liter Bier, ja. Alkoholmissbrauch irgendwie anrichten kann und du, echt, das... Was? Wieso ich? Du? Ne, aber ich erinnere mich. Das Experiment ist immer noch Work in Progress, Mann. Ach so. Ach so. Jojo kommt wieder hoch. Du bist ja eine Leberlaus. Hm? Du bist ja eine Leberlaus. Hä? Was sie damit sagen wollte, sieht scheiße aus. Nö. Also danke, ich meine... du auch, du dreckiger Wichser. Sehr gut. Ich meine einfach nur, siehst aus, als hättest du ein ungutes Gespräch geführt. Oder führen müssen. Schon. Also Gunfist wohnt da nicht mehr, habe ich rausgekriegt mittlerweile übrigens. Ja, ich so weiß. Mit ein bisschen Glück wissen wir vielleicht irgendwann, wo er wohnt. Was ist irgendwann? Na, keine Ahnung, mein Bruder, guck mal. Okay. Wollen wir jetzt außerhalb von Moskau fahren, um versuchen, Dr. Ivanovich rauszuhauen? Das wäre mir nämlich eigentlich ganz recht. Hm? Na, da ich vermute, dass wir da auch ein paar Leute finden, die damit zusammenhängen, klar. Also guter Plan an sich. Durchladen, hinfahren. Na, vielleicht sollten wir auch vorher nochmal so ein paar Sachen gucken und was weiß ich. Möglicherweise wartet wieder jemand bei uns in der Wohnung, wer weiß das schon. Siehst du, das wäre mal ein Plan, das könnte ich mal rauskriegen. Ach scheiße, ich erreiche ja Guso nicht. Dreckige Sau, ey. Ja, aber ich könnte mal Dimitri anrufen. Outgame... Das können wir jetzt ganz kurz machen. Bei Billy hat ja Walli mehr oder weniger, kann da schnell ein Auge drauf haben durch ihre Leute. Mhm. Du wolltest unbedingt eine Wohnung, wo du an die Woche bezahlst, damit die aufpassen. Und da sieht es auch safe aus. Und du kannst hier den Schrottsammler fragen. Und er meint, doch, das wäre alles okay. Ich habe keine Wohnung, wo die Worry aufpasst. Ich habe eine Wohnung bei einem kleinen, von einem in Donskoi, bei einem der Gangsterbosse. Auf meine Werkstatt passt die Worry auf. Ja, der Gangsterboss meinte also auch, das wäre alles safe und bei einer Werkstatt ist auch alles safe. Nee, passt schon. Wie ihr auf die Idee kommt mit euren Wohnungen, wäre irgendwas echt. Ich weiß nicht, also wir sind leicht paranoid manchmal. Ich kann mich da an eine Sache mit zwei Fleischern und einem Baseballschläger da eingewickelt in die Sache erinnern und so. Ich kann dir auch sagen, warum gerade Flummi so paranoid ist, weil die halt auch immer jeden mit Jojo erzählt hat, nee, ich wohne da und da, hier hast du meine Nummer, alles safe, kein Ding, Junge, ich kenne dich überhaupt nicht, komm, da kommst du mit zu mir und dann geht das los. Fick dich. Ist es die Wahrheit? Hat aber jetzt schon recht irgendwie, ne? Ja. Tut mir leid, aber gut. Ne, ich hätte ja auch sonst gewusst, ne, weil meine ganzen Wi-Fi-Geräte hätten gesagt, ne, da ist nichts los bei dir. Um deine richtig. Stimme mal nachzumachen. Aber das Walli kannst du ja auch natürlich. Nicht, meine Stimme ist viel männlicher. Ja, hast du recht, ne, boah, selbst wenn ich da runtergehe, 10 Oktaven bist du noch tiefer. Außerhalb von Moskau, das wird ja schön. Mhm. Ja, also ich würde quasi, gerne von zu Hause noch meine, Winchester und so weiter holen. Glaubst du denn, ich muss nicht erst nochmal nach Hause? Wir alle sollten. Ich möchte duschen und kacken. Ja, duschen solltest du wirklich. Du riechst dich selbst, meiner. Das war mir schon klar nach der Kloaktion. Ach, widerlich. Duschen. Ja. Wer holt wen ab? Mit welchem Auto fahren wir? Ich hab noch kein neues. Das war klar. Ich fahr mit meinem, hm? Oder klar. Oder mit dem Bumsbulli, der hat einen... Schmuggelbehälter. Fahr mir mit dem Bumsbulli.
Auf geht's. Der kann übers Gelände und wir müssen, aber ich glaube, ich finde sogar eine Route, wie wir aus Moskau rauskommen. Sollen wir Geleitschutz für Jojo geben, damit sie budetechnisch oder auf dem Weg hin nicht abgefangen wird? Oder gehst du mir jetzt an die Gurgel, wenn ich Geleitschutz vorschlage? Ja. Ich würde dich ungern aus den Augen lassen. Könnten wir uns vielleicht eventuell. Du bist nicht doch genauso trennen. Gefährdet. Und was Ach, ist Quatsch. Mit dir? Mit mir ist nix, ich bin toll. Ja, meinst du, ich wollten die irgendwie nicht mitcatchen oder was? Das wissen wir noch gar nicht. Billy, wir bist sollten du jemanden so von... dumm oder tust du einfach nur so? Nö. Der Schnaps ist, glaube ich, ja. Also ganz ehrlich, ich sollte jemand vom Militär und du hast mit diesem Hintergrund, das passt hundertprozentig zu dir. Also manchmal, ne? Manchmal möchtest du mich gerne ganz fest umarmen, bis mir die Luft wegbleibt. Manchmal möchte ich dir einen blasen und dir dann den Schwanz abspeisen. Geil. Diese Bilder. Ich finde es nicht gut, wenn sie das in meiner physischen Nähe sagt, sowas. Solange es das Jojo nicht auspackt und dann zu dir rüberkommt, ist alles okay. Oh. Also gut, wir brauchen auf jeden Fall, wir sollten uns nicht trennen, da bin ich auf jeden Fall der Meinung. Erstmal, weil hey, ihr seid zwei Personen, die ich nicht trauen kann, denke ich mal. Was? Was hast du gerade gesagt? Ihr seid zwei Personen, denen ich trauen kann. Das ist also von daher möchte ich nicht trauen. Ah, okay. Von daher möchte ich nicht in eurer, nicht ohne euch rumrennen gerade. Wie süß. Ich werde beim Schneiden nachher hören. Wahrscheinlich hat er tatsächlich nicht trauen kann gesagt. Vermutlich, aber das liegt dann nur an dem Alkohol. Ist okay. Das ist keine valide Ausrede. Das ist richtig. Also, ihr wollt zusammen jetzt überall hinfahren, ja? Ja. Yep. Gut, das ist überhaupt kein Problem, abgesehen natürlich von der Tatsache, dass als ihr unten ankommt, dreht sich Svante um und meint so, alle, die nicht größer sind als so, und sie zeigt knapp über Jojos Kopf, kommen hier leider jetzt erstmal nicht weg. Ich ziehe eine Augenbraue hoch. Wie sieht die Type aus? Ey, wenn du da jetzt drauf gehst, ne, Junge? Nee, also bei aber... den drei Gängern, die da rumstehen, echt, da würde ich das mal probieren, glaube ich. Das wäre eine gute Idee. Nee. Billy zeigt in eine Richtung, macht eine AR-Projektion von einem Vogel in die Luft und sagt, guck mal da, ein Vogel, und rennt weg. Ich glaube, vielleicht habe ich mich gerade falsch ausgedrückt, warte mal. Alle, die nicht größer sind, also ich weiß, du ich kommst sowieso weg, Billy. Kein Ding. Ich greif Jojo an der Hand und renn mit ihr weg. Stöckel so weg wie Peggy Bundy, ja, weißt du. Sie greifen Jojo am Arm und behalten sie da. Das war hat Jojo okay. da eigentlich ich weiß, dass das nicht ernst gemeint war, ist. Aber Jojo weiß das nicht, das ist nicht, Flummi weiß das nicht, das, wobei das auf selber rauskommt. Identitätskrise hoch 3. Doch, alles, hä? Wer darf jetzt wo nicht weg? Du bleibst hier. Ich sag doch, die hat das Identitätskrise. Nee, ich war nur gerade verwirrt von Trollis Gelaber, dann kam deins dazu und ich wusste nicht mehr, wer wovon redet. Die Flummi kommt nicht zurecht. Trinkst du noch einen, sagst du? Ja, ich glaube auch. Gönn dir. Hört sich gut an. Ich trinke zu wenig. Prost. Wir müssen aufhören. Wir sollen aufhören, weniger zu trinken, genau. Ihr müsst mittrinken. Prost. 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 Wenn du noch dann da muss bist. Ich mal ganz kurz aufstehen dafür, Leute. Wieso? Kommst du nicht ans Glas ran? Doch, liegt aber ich hätte Alkohol. Liegt auf dem Boden, weißt du. Die Stimme hört sich doch ganz normal an, aber der Körper hat aufgegeben, weißt du. Einfach aufgegeben. Ein Glas. Hä? Na, Alkohol ist doch Gott im Glas. Ach so. Oder nicht? Dann geheiligt, ne? Der Eimer hat gewonnen. Sehr schön. Wenn ich morgen wieder in die Kirche muss, gehe ich erstmal Jesus Körper abbrechen, Alter. Juhu! Also ja. Zurück vom Spaß. Schnaps zum Spaß. Warum darf die jetzt hier nicht weg? Na, weil dann keiner aufpassen kann. Hallo? Was? Wieso? Ihr könnt euch würde ich es auch nicht empfehlen, wenn schon irgendwelche Typen euch irgendwo hinlocken und dann wegbatzen wollen, aber pff, das ist eure Sache. Das passt schon, wir passen auf sie auf. Du? Ich hab's auch beim ersten Mal geschafft, hm? So. Ich passe schon auf sie auf. Hättest jetzt sagen müssen, wo wart ihr beim ersten Mal als auf sie? Das habe ich mir extra verkniffen. Das wäre ziemlich edel gewesen, ich glaube, das wäre das Beste, was du hättest machen können. Ah, schön. Naja. Wo wollten die überhaupt hin? Sachen holen. Munition und mehr Waffen holen. Ja, siehst du, wozu wollten ihr aus diesem wunderschönen Ding raus, wenn ihr das auch von uns kriegen könnt? Weil ich meine eigene Knarre haben will. Ja, holen wir dir. Ja.
Gut, ich brauche ein Scharfschützengewehr. Ja, Moment. Wir fahren in ihre Wohnung und holen ihren Kram. Wenn sie uns eine Liste gibt, macht das einer. Du, Zwerg, hast schon mal den kürzesten gezogen. Was dich angeht, echt, aber für dich werde ich auf gar keinen Fall irgendwo hinfahren, Junge. Ich kenne dich überhaupt nicht. Das Du kannst mir verstehst das auch du, einfach doch, irgendwo verstehst du anders her schon. besorgen, ist mir relativ egal. Ein Scharfschützengewehr. Winchester Model 2003 reicht mir auch. Ist das nicht eher eine Art Jagdgewehr dann? Das reicht mir auch völlig. Naja, und du meinst, ich soll jetzt einfach mal kurz losziehen, dir so ein Jagdgewehr besorgen und du hast die Kohle hier. Das kriegst du wieder. Das Jagdgewehr danach. Hä, was soll denn der Blödsinn jetzt? Wenn die nicht raus, wenn wir nicht raus dürfen? Du darfst doch Nee, raus. wir dürfen, wir. Come on, let's go. Lass uns losziehen. Das ist nicht unsere Party hier. Ach so, okay. Viel Spaß. So, und du schreibst uns eine Liste und du hast, wie gesagt, den kürzesten gezogen. Jojo schreibt eine Liste. Sie will übrigens auch ihr Hardware-Kit und den ganzen Mechanik-Scheiß haben. Beauty, passt mal auf. Ich kann mir noch mal ganz kurz freinehmen, während ihr euch schon mal ausguckt, was ihr alles mitnehmen wollt. Das ist doch schön, oder? Finde ich auch. Yep. Düse, wir fahren zusammen. Foxy, wir fahren zusammen. Ja, sicher, dat. Gut, Gut, wir müssen jetzt erst zu erstmal dir, mit der erst zu mir. Bahn. Wir gehen zu mir mit der Bahn, holen den Bumsbulli und mein Zeug und dann fahren wir zu dir. Okay. Weil ich habe nichts Illegales mit mir und bei dir weiß ich nicht, ob du was Illegales hast. Ich würde ungern ohne Versteck und so weiter, weißt du? Verstehe ich. Folgst du mir gut? Dann machen wir das so. Er Naja, hat so eine natürlich wieder Gang hat seine ja Re irgendwie auch Nachteile, ne? Ja, Was? richtig. Ich sagte, so eine Gang hat ja irgendwie auch Nachteile. Och, man So ist ja ein nicht mehr so ganz so Nachteil. frei. Oma muss mit NPCs interagieren. Oh mein Gott! Ih, wer will das schon? Tüdelü! Bäh! Das macht die Welt so deep und nee. Dicht machen wir uns lieber selber. Wo wir eigentlich gerade dabei sind, ne? Prost! Hä? Ja. Ja, uns dicht zu machen. Die ist schon. Die hat Ach so, nee, ich sich. bin noch nicht dicht. Es geht eigentlich. Nö. Dann Also trinkst wir du nicht haben, genug. ich habe mir jetzt mit Trolli zusammen den aufgesetzten geteilt und die Flasche ist noch halb voll. Also Ihr habt ja noch gar Aha, nichts ja nix. getrunken. Echt nett. Nicht noch viel, ne? Meiner ist schon fast beim dritten Liter. What? Alter! Ja. Ja, aber Bier. Liter Bier, nicht aufmachen, Ja. ich mal ganz schnell noch einen hinterhersetzen hier. Aufsetzen? Das dauert aber. Weißt du, worum es mir so geht? Und das ohne Essen. Dass du dir nichts zu essen dahin stellst, bist ja selber schuld. Echt wahr? Ja, ich bin ja quasi viel zu spät aufgewacht heute Morgen, heute Mittag. Du warst so einkaufen, du hättest ja auch irgendwann mitbringen können, du hättest doch nebenbei einfach irgendwas fressen können oder irgendwie sowas. Ja, aber das ist, ich hatte Bier und dann. Ich finde, das zählt. Aber ich hatte Bier. Warte mal. Ich hatte die Wahl zwischen spielen und mit euch labern und Bier trinken. Und auf der Nee, anderen Seite steht halt einfach in die Küche gehen. ich bin voll Weißt auf du, deiner wie weit das Seite. weg ist? Ja. Hast du keinen Laptop? Das hat damit nicht mal was zu tun, aber sich mal eben schnell was zu fressen zu holen oder aus dem Laden mitzubringen, dass man nicht kochen muss, ist voll easy. Beefy. Zum Beispiel, oder Chips. Ja, ich könnte Das auch wäre nicht einfach mal was Brot essen Süßes und so. gewesen. Oder Brot. Aber du wolltest ja in dir nichts machen, deswegen. Ja, Brot muss Dulle man sich auch nicht wirklich gespielt. machen. Geht ja fix, aber. Ja, muss ich gleich mal eventuell gleich mal nachschieben. Das ist voll gut, Jojo Dela, kann theoretisch Dela, sogar zu Alex hinfahren. Dela. Was nochmal? Ich sagte, Jojo könnte theoretisch sogar zu Alex hinfahren. Das müsste eigentlich gehen. Prost. Warum sollte sie nicht? Also, die anderen beiden Die fahren zischen nach ja jetzt ab. Hause. Ja. Holen ihren Ja. Kram. So circa, was habt ihr denn in Planung? Und sagt jetzt Runner nicht einen Gear. Schlafsack. Oh, ein Schlafsack ist eine gute Idee. Also ungefähr ziemlich Aber alles, was ich echt eine besitze. gute Idee, ehrlich gesagt. Einfach weil wir nicht wissen, was jetzt wo ist und ob wir vielleicht doch nochmal irgendwo außerhalb der Stadt bleiben müssen. Da ist ein Schlafsack immer eine gute Idee. Das ist ja arschkalt. Wenn wirklich mal irgendwem was passiert und der dann in einem kalten Auto liegt, ist das schon scheiße. Da ist ein Schlafsack eigentlich gut. Also der Bumsbuddy wird jetzt quasi richtig bis oben hin vollgestopft. Ja, einmal Camping. Mal schön Ja, was, Survival-Kit, paar Taschenlampe, Atemschutzmaske, Nutrisäurigel, Dietrich-Set, Campingkocher, sowas halt. ich habe noch den Vicky Tampon. Stinke Schminke Die Atemfilter. Winchester auf jeden Fall. Also wenn wir Ich uns guck. nähern, ne, dann und ich da Leute von wegschneiden kann, dann ist ganz cool, das Ding zu haben. Guck mal, in Kabans Charakterbogen steht noch sein Auto. Entschuldigung. Musste sein. Ja, ist richtig. Das steht da sogar noch.
So, weil ich wissen, noch mal kurz. Wissen wollte, was ich wieder haben muss. Ja. Aber die Sins habe ich schon durchgestrichen. Ja, das war jetzt auch nicht ernst gemeint. Ich eins nicht vergesse, dann der kleine Triumph, dir das Ding weggenommen zu haben. Das war so toll von dir. Liebster Mensch hier. Granaten? Billy hat Granaten? Was habt ihr? Die sind die selbstgemachten Machina-Granaten. Ja, okay, okay. Die sind immer noch, weißt du, das ist schön. Im Bumsbuli, ja, die haben wir noch nicht alle verbraucht. So, da ist nichts Interessantes dabei. Ich finde es schön, dass bei Dis noch steht, Atemfilter in Klammern stinkt nach Wiki-Schminke. Das habe ich gerade schon eben gesagt. Stinke, Schminke, oh. Atemfilter habe ich gerade eben gesagt. Aber ich dachte, das hast du dir einfach gemerkt und nicht, dass es tatsächlich noch so schön drin steht. Das muss ich doch da reinschreiben, ist doch wichtig. Ich finde es auch schön, dass du es gemacht hast. Dieb und dicht. So ähnlich. So, Jojo, bei dir ist das Einzige, was ich mich gerade halbwegs Monofilamentketten sehe. Ole! Na endlich klar, mal! Komm mit. Bitte! Ah ja. Falls ich bitte dich selbstverständlich kommen. Übrigens, ich muss euch jetzt nochmal ganz blöde OT sagen. Es wäre ganz gut, zwischenzeitlich, wenn ihr ein kleines bisschen auf Jojo achtet. Nein, das Wieso? Ist Spielerbeeinflussung. Nein, 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 nein. Lass sie einfach machen. Weil die möglicherweise ein ganz kleines bisschen angeschlagener ist von der ganzen Sache, als man vielleicht auf den ersten Blick vermuten könnte. Dann muss Jojo mal lernen, dass sie ihr Maul aufmacht mit ihren Freunden. Das hat damit Richtig. Nichts zu tun. Das also hat nur was mit ihren, also na, ganz schön was. Das hat mehr was mit ihren Reaktionen zu tun. Deswegen hat Billy sie auch vorhin angefickt und nicht einfach das wieder mal hingenommen. Das war auch gut. Ich weiß, ja, deswegen war es auch ruhig. Deswegen, ich werde dir schon aufs Maul hauen, wenn du irgendeine Scheiße baust. Keine Sorge. Gut. Wollt ihr die... Sorry? Wollt ihr die Drohnen mitnehmen, die ihr ergattert habt? Ja, natürlich. Volles Megabee. Oh ja, das wollte ich sagen. Ich nehme meine Drohne natürlich auch mit. Sowohl die Strukturschwächungsdrohne als auch die, ich zitiere, tolle Drohne aus dem Tiger Run in Klammern Sprengstoff, fliegende Splittergranate. Ah. Ich frage nur, also... Das fliegende Flashback nehme ich auch mit. Naja, White Noise Generator? Nee, oder? Nö, aber ein Störsender. Den hab ich. Wie kommst du jetzt? Oh, nee. Das erste ich Mal quasi, dass wir wirklich mal... Also, nee. Ich bin doch trotzdem, da. Trotzdem, es ist immer gut, noch einen zweiten zu haben. Was ist denn, wenn du mal bewusstlos bist? Und Billy, dann kannst... Also, Dys, dann kannst du ja nichts anderes machen. In der Matrix ist ja auch scheiße. Ist doch gar nicht wahr. Wenn wir einen Störsender anhaben, geht's ist halt auch sowieso schwierig, was zu machen in der Matrix. Außerdem ist das doch unsere Nahkampfadeptin quasi. Da brauchst du ja auch nichts in der Matrix machen. Jetzt, wo du es sagst. Ja, ja, okay, jetzt ergibt es Sinn. Also, quasi komplett alles außer nix. Das finde ich vernünftig, okay. So also alles Runner-mäßige nehmen wir mit. Kann ich noch ganz kurz eine Frage stellen? Gerade so. Meint ihr, mein Schatzi ist sauer, wenn ich 2 Flaschen Wein getrunken habe, bis die heimgekommen ist? Ach, Quatsch. Nein. Nicht Schatzi? Bitte was? War sie sauer nach, also ich meine... Nach dem Jägermeister. Und dem Wodka. Das war Wodka, nicht Jägermeister. Entschuldigung. Du hast überhaupt keine Wahl. Only Rind haben wir gesagt. Yep. Ich ja, stimmt. Auch nochmal, glaube ich. Zwar mit Ansage. Denn wenn du unter Muschi-Pantoffel stehst. Steh ich, ja. Die ist halt so geil. Was kann ich dafür? Gott, die goldene Vagina! Platin! Platin mit Diamanten. Platin, scheiße, Junge. Ich kann dir sagen, ich da ist Friction. Muss mal ganz kurz aufstehen. Wieso? Kannst du nicht mehr sitzen? Wird alles zu hart in der Hose? Ich glaube, der ist hart, ja. Der Popo nee, ist der will hart. Schnaps haben. Der ist jetzt klug und der holt jetzt ein größeres Glas. Das ist gut, dann können wir das besser aufteilen. Dann müssen wir nicht immer nachschenken. Weil wenn du nämlich nicht nachschenken musst, sondern alles im Glas hast, dann geht das viel besser und trinkt sich viel leichter weg. Sehr gut. Wir sind nachher so ratteduddelvoll, Alter. Na, es ist ja noch früh. Wir haben ja noch ein bisschen zu spielen heute. Ja, ist richtig. Wieso hast du mir keins mitgebracht? Wieso drücke ich den Knopf, wenn ich das sage? Weil Ach, stimmt, ich habe ja die Flasche. An eurer Ehe teilhaben dürfen, das ist wohl gut. Dankeschön. Damit ihr an unserer Ehe teilhaben dürft. Richtig. Warte, mach das normal so jetzt. Was denkst du gerade, Schatz? Where are you going? Schön. Oh, das ist ein Aurelius, da wird's ein Besei. Uiuiui. Ei, der Witzke. Ja, aber die weiß ja, dass heute dein Shadowrun-Tag ist. Ja, aber die hätte sich normales denken können, dass ich mir normal sowas wie Schnaps hole, aber... Ja, pff, so ist es halt. Könnt ja neuen Wein. Ihr könnt auch morgen neuen Wein kaufen. Die Feiertage sind vorbei. Warte, hier waren keine Feiertage, Mann. Es ist ein orthodoxes Land immer noch. Ist ja egal. Immer nee. Noch. Ja, ich sage ja immer noch. Ich hätte jetzt gerade irgendwie... Jetzt hier, ne? Moment, ich muss die Flasche schmuff machen hier, Kollege. Verzeihung.
Spuck sofort zurück ins Glas. Ich hab doch ja auch nicht getrunken. Ja, ich habe jetzt gerade auch irgendwie völlig irritiert. Ich dachte, du wärst auf so einer komischen... Oder warst du da nur wie arbeitsmäßig wieder unterwegs? Was sagt er? Keine Ahnung. Ich dachte, du wohntest woanders. Hä? Ja, ich wohne also hier ist so ein Fähnchen, ne? Und da sieht man ungefähr... Verstehst du? Ich bin Auswanderer, ich war damals auf RTL 2 auch zu sehen. Echt? Ja, ich weiß, nee, aber ich nicht, verdammte Scheiße, das Problem, ich dachte, du wohntest quasi woanders, als du jetzt sagtest, dass du, gemacht. Oder andeutest, wo du wohnst. Also pass mal auf, Maler, warum Maler? Didi. Nein. Siehste? Original. Die Aufnahme ist an. Eben, deswegen schreibe ich das. Ich kann doch alles rausschneiden, Alter, was macht ihr denn? Das ist kein Livestreaming hier. Und Maler schiebt also. Sich ins Fäuschen und denkt, hier willst du eh schon alles. Original Mannem, das hört man glaube ich auch teilweise. Ja, klar. Und dann ja, Irland, oder nicht? Irland? War das nicht Irland? Also jetzt guck dir mal ganz selbstkritisch die Fahne an, wenn du Düsseldorf anklickst im TS. Ganz selbstkritisch. Und guck mal nach, ob das auf Irland passt. Nee, passt das nicht, aber... Ja. Irland ist auch kein orthodoxes Land. Nee, eben. Deswegen war ich völlig irritiert gerade. Hä? Guck mal auf dein Leben. Wie komm ich denn auf Irland? Du Affe, ey. Alter. Alter, ich... Kleines, ich weiß nicht, ich bin davon echt aufgegangen. Halt die Klappe, du kleines, dreckiges Affenkind. So läuft das hier nicht. Ich hab's dir schon mal gesagt. Komm mal auf dein Leben zurecht, Lena. Nicht so nett, wie du denkst. Reiß dich mal zusammen, ey. Ich hab nicht viel Spaß, es macht doch nur gerade Spaß. Sag jetzt sofort Entschuldigung zu Dilly. Nein, das ist völlig in Ordnung. Ich bin immer noch verwirrt, warum ich quasi auf Irland kam. Ich hab mich doch gerade entschuldigt. Außerdem weiß Dilly, dass ich ihn gerne habe. Ja, eben. Außerdem ist das völlig ein normaler Umgangston. Ja, eben. Es ist viel netter von mir, wenn ich ihn beleidige, als wenn ich ihn explizit nicht beleidigte. Genau, weil dann fühle ich mich ausgeschlossen. Genau. Prost. 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 Ich dachte wirklich, ich weiß nicht, wie ich darauf gekommen bin, aber hattest du das nicht mal irgendwann erwähnt? Nee, Mann. Warst du da irgendwo? In Serbien die ganze Zeit, Belgrad, nicht Belfast, deswegen denkst du wahrscheinlich an Irland. Das kann durchaus sein, dass ich dich damals verstanden habe. Hey, siehst du, da gibt das mit dieser Insel auch gar keinen Sinn. Quasi, die sich am Anfang das sagte. Ja doch, es ist ja eine Peninsula, also eine Halbinsel hier. Ich glaube, dieses Gespräch führt zu nichts. Eben, das ist scheiße, das wollen wir eigentlich gar nicht hören. Also ich habe alle dabei. Kabelbinder, Survival-Messer, Pfefferspray, Gummistiefel, Bauarbeiterhelm, Weltlampe. Irgendwer muss doch mal Disziplin hier reinbringen. So, Entschuldigung. Also du hast alles dabei, ich verstehe, außer dem Pelz. Du kannst ihn gerne mitnehmen. Nein. Der ist warm. Verstehst du? Den lager ich bei... Hör nicht auf ihn, er nimmt ihn dir nur weg. Den lager ich bei Sanja ein. Wenn du das... Nein, ich schließe ihn safe in der Bank. Einlagern. Du kannst ihn auch bei Wally anlagern. Das ist quasi kein Weg und... Also, verstehst du? Du kannst ihn auch in der Bank einlagern. Dann musst du nur deine SIN abgeben und dann musst du ein bisschen Geld bezahlen. Ach Quatsch, er nimmt dir deinen Pelz. Ich lasse ihn jetzt nicht weg. Ich lasse ihn im Haus, ganz normal. So wie sonst halt auch öfter. Jo, immer. Na, siehst du. So, muss man ganz kurz was ausschreiben. So, Ich hatte dich echt. So aufgeschrieben, der so, weißt du, kannst du bitte nicht den Zauber wegnehmen, Flummi, echt? Doch. Danke, Flummi. Ich musste das jetzt auf mal für Düse tun. Ach, danke. Ab schön. Ins Auto jetzt. Gut, ihr kommt wieder an, wo ihr hingehört, im Schmutz. Ihr seht gerade, dass Alex ganz gemütlich dort die Treppen hoch sich quält. Jojo, da ist hier Alex und er macht die Tür auf und steht so, quasi cool. Im Raum. Hey! Jetzt komm erstmal her. Sie kommt erstmal her. Ja, kriegt erstmal eine schöne Schelle in den Nacken. Moment, habe ich die jetzt wieder verdient? Die wirst du dir jetzt schon noch verdienen können. Achso, es war die Begrüßungsschelle, alles klar. Ja. Was ist denn los? Ach, Chaos, sonst nicht so viel. Ja, das habe ich ja gemerkt. Ja, klar. Hattest du mir nicht mal erzählt, dein Sohn würde auf mich hören? Tut er nicht? Also das habe ich dir bestimmt nicht erzählt. Doch, das hast du mir mal erzählt. Ich habe dir maximal erzählt, dass Vlad sich ein paar Sachen annimmt und hinter deinem Rücken so, dass du es nicht merkst, dann so ein bisschen auf dich hört. Aber direkt auf dich hören, das kann ich mir nicht vorstellen. Genau. Nein, pass auf, Situation ist gerade ein bisschen schwierig. Dass es ein bisschen Ärger gibt, hast du ja sicherlich festgestellt. Nee. Hast du noch nicht festgestellt? Du kriegst deine zweite Schelle. Lass das. Also, wo waren wir stehen geblieben? Dass es ein bisschen Ärger gibt. Ja. Bisschen. Ich hab schon gehört, das Klo funktioniert nicht. Nee, doch, das funktioniert jetzt wieder.
So, na dann ist doch der Ärger verflogen. Was ist denn jetzt los? Komm. Naja, offensichtlich fand es jemand, und ich habe eine Ahnung, wer es ist, irgendwie extrem geil, jetzt nochmal zu sagen, ey, wir holen uns jetzt nochmal die Mädels von vor zig vielen Jahren und hey, das habe ich doch alles mitbekommen, Gunfist ist das Thema. Gunfist ist das Thema, genau. Es hat sich allerdings auch herausgestellt, dass im Gegensatz zu der Zicke, die mich angerufen hat, diejenige, die Billy zum Beispiel angerufen hat, ein ziemlich guter Freund von ihr ist, den sie dann eingesackt haben und der sie wahrscheinlich angerufen hat mit einer Knarre im Kopf, am Kopf, nicht im Kopf, am Kopf. Und da auch schon klar ist, wo die sind. Und dass das eine Sache ist, die wir jetzt gerne noch klären, weil ich nämlich vermute, dass da auch diejenigen sind, die irgendwie Bock drauf hatten, zu sagen, hey, Mädel, komm mal mit, wir holen dir jetzt mal das Datenschloss aus dem Kopf. Oder sowas ähnliches, oder rufen zumindest die Daten ab, irgendwie so ein Scheiß. Aber ich glaube eher ein Ersteres. Und das jetzt eine Sache ist, die wir klären und ich ehrlich gesagt ganz klären müssen. Und ich, um ehrlich zu sein, ganz froh wäre, wenn wir es hinkriegen, dass ich das mit den beiden alleine kläre, weil ich A noch nicht weiß, wer da mit drin hängt. Es nämlich gut sein kann, dass da irgendwer noch mit drin hängt, der den ganzen Shit da angefangen hat zu besorgen und wo sich Matrioschka jetzt irgendwo noch versteckt, was weiß ich, oder der zumindest ein Auge auf die Schlampe hat. Ich habe keinen Bock, dass da wieder so eine Fleischer-Situation draus wird, dass da irgendwie so ein paar Sachen echt schief gehen. Deswegen... So, warte mal ganz kurz. Ja. Und jetzt erklärst du mir, wo ich ins Spiel komme. Du kommst damit ins Spiel, dass du deinem Sohn, der ungern auf mich hört, einfach mal ganz kurz klar machst, dass das eine Sache ist, wo er vielleicht erstmal die Füße stillhält und dass das eine Sache ist, die ich klären muss und nicht er. Und ich kann jetzt selbstverständlich anfangen, mich versuchen, gegen ihn durchzusetzen. Es könnte sogar sein, dass ich das irgendwie schaffe. Allerdings wird das vermutlich in Problemen enden, wo ich jetzt einfach keine Zeit zu habe und auch nicht die Nerven zu habe, die jetzt auszutragen. Das mache ich gerne hinterher. Ehe du so. Jetzt mal kurzzeitig wieder irgendwie denkst, dass das eine Sache ist, die ich mit ihm selbst klären muss. Und jetzt erklärst du mir, wo ich ins Spiel komme. Ich habe das alles verstanden, aber gut. Wo genau... Du kommst jetzt da ins Spiel, indem du einfach mal den Pappnasen da unten sagst, dass die jetzt nicht dazu verpflichtet sind, dafür zu sorgen, dass ich in diesem verfickten Haus bleibe. Wer hat denn das gesagt? Na, dein Sohn. Der Junge führt sich bei Papa auf, als wäre er König. Mhm. Mann, was ich für Hornhaus wieder kriegen werde an der Hand, das ist... Er macht dich halt ab. Kein Problem, brauchst du irgendwas? Hast du genügend Munition dabei? Na, Noran ist jetzt gerade auf dem Weg und holt den Shit und die anderen holen den anderen Scheiß, den die noch brauchen. Und dann bin ich weg. Und das ist wo ungefähr? So ganz grob. Wie heißt die Stadt nochmal, Spiegelleiter? Hier, Name einsetzen. Das ist gut, das will keiner aussprechen. Sehr geil, ich habe zwar eine ungefähre Ahnung, wie wir erfahren können, aber es wäre sehr geil, wenn du vielleicht noch ein Update hast, wo wir aufpassen müssen, beziehungsweise ob es da irgendeine Route gibt, wo uns die beschissenen Grenzbullen einfach in Ruhe lassen, weil ich jetzt echt keine Lust habe, mich mit denen auseinanderzusetzen, weil die uns wahrscheinlich das Auto auseinandernehmen, wenn die feststellen, dass ich eine Futzel bin. Was die irgendwie immer feststellen. Dreckige Fixer. Naja, da höre ich doch später Kritik. Nee, ist doch völlig richtig. Das also ist ihr Nachteil, das ist okay. Niemand würde quasi den Spielleiter kritisieren. Nee, das ist wirklich so. Es ist, gehört zu ihrem Nachteil. Ich finde es aber auch völlig in Ordnung. Nur Jojo ärgert es natürlich. Ist auch ein gutes Recht. Also, das ist also echt ein paar schon Kilometerchen weit weg. So. Und mit welchem Gefährt gedenkst du das zu meistern? Kennst du den Wumms-Bulli? Nee, kennst du nicht. Also ihr braucht ein Auto. Nee, wir haben ein Auto. Wir haben wirklich ein anständiges Auto. Ich habe diesen Bumms-Bulli gesehen. Und jetzt hast du das in Verbindung gebracht mit ein ordentliches Auto. Der ist geländegängig, der hat also ein paar... Also ihr kriegt ein Auto. Okay. Der hat ein paar Schmuggelbehälter und all so ein Shit und es passt kriegt genug rein. Scheiß Auto und Noron gut, fährt mit bis zur Grenze. Das Motorrad wird hinten dran gehangen und dann kann er zurückfahren. Gut, wenn du meinst. Ja, hallo, dieses Ding. Mhm. Lass dir mal das Wort Bumsbully auf den Mund zergehen und sag mir, dass das klingt wie ein Gefährt, was du benutzen willst. Das haben wir irgendwie nur so genannt, das ist eigentlich ziemlich cool. Aber wenn du meinst, alles klar. Ja, gut.
Hallo Lady Foxy und hallo Dula. Kaban. Kaban. Hallo, Kaban. So, ihr könnt jetzt noch ein bisschen warten. Das Auto kommt in ungefähr 15 Minuten oder so. Und dann. Was ist denn jetzt am Bußbully falsch, bitte? Das Ding, das sieht aus, als brechen der Achsen alle 3 Sekunden und das fährt doch gerade mal 80 maximal. Das kannst du doch nicht, also. Komm. Also, wenn du uns jetzt kein Audi hinstellst, da bin ich enttäuscht. Und sie grinst. Ich, da kriegst du natürlich erstmal eine Schelle. Danke. Audi, das, nee. Ah, bitte. Audi. Aber Audi hat die Zylinderkopf, Alter, bitte. Also. Ich glaube, du bist alt genug, um mit der Enttäuschung jetzt fertig zu werden, denn es wird auf gar keinen Fall ein Audi werden. Oh. Sehr schlecht. Nicht schlecht. Fast wie das Original. Pass auf, das Auto kommt dann unten an und Billy sieht das Auto und sagt, dreh mich weg! Das ist so hässlich! Was ist es denn? Ich liebe es, wenn Billy diese Hissy-Fits, also nicht Hissy-Fits, aber wenn Billy diese Östrogenanfälle hat, finde ich super. Ja. Das ist so gut. Das ist ja gar nicht pink! Oh mein Gott. Also, Alex wird einfach vor sich hin grummelnd gehen. Und in 15 Minuten steht da einfach kein Audi, sondern irgend so ein Mostrans Van Car of Death in Grau. Gut, währenddessen munitioniere ich quasi meine Waffen auf und rüste mich zu einem Kleinkrieg. Also sprich das klingt, die... Das klingt echt ungünstig, ja, okay. Kann das Ding die was? Die Schnapsklingen kommen an die Arme, die... Die kleine Holdout-Pistole kommt an Knöchel, die dicke Pistole kommt unter die Jacke, die MP an die Seite und das Scharfschützengewehr auf dem Rücken. Quasi. Ich finde es immer wieder witzig, wenn du das Scharfschützengewehr nennst. Ja, es ist halt ein Jagdgewehr. Also das ist ein Gewehr? Und das Kampfmesser kommt genau schießen. Ja. Das Kampfmesser kommt quasi auch noch an den Oberschenkel. Gut, das sieht echt ein bisschen aus wie Krieg. Ja. Ihr seid so fies immer. Alles klar. Fieser, sexuell unbrauchbar. Hat ich habe leider kein Stimpatch mehr. Es wäre aber jetzt gut, eins zu haben. Naja, egal. Wieso? Hast du noch irgendwas? Du hattest nur noch geistig, oder? Sie hatte auch 2K. Aber das. Und mit Stimpatches kannst du eh kein K ignorieren. Nein, das weiß ich, dass ich mit Stimpatches kein K ignorieren kann. Aber ich, es ist immer praktisch, zumindest dafür zu sorgen, dass man die Möglichkeit hätte, G-Schaden zu ignorieren. Du weißt schon, die neuen Stimpatches. Weißt du noch, wie Spiel ausgeknipst hat? Ja, leider weiß ich das noch. Deswegen bin ich... Also eigentlich wäre es praktisch, weil es immer so... Aber dafür habe ich auch Magie. So ein Last Way Out ist. Naja, gut. Dann macht der, Hund mir die Augen zu, sagst du, hm? How Was? About some magic? Und der Hund macht die Augen zu. Der Hund macht die Augen zu? Aber nur ganz kurz. Sag mal, willst du gerade kurz... Witzigkeit hat er kennt recht, keine aber... Grenzen. Ah, ja. Nö. Also, es ist auf jeden Fall kein Audi, aber er hat auch einen Schmuggelbehälter. Und fährt ein bisschen schneller und sieht aus, als wäre der gut in Schuss. Der Bumsbully sieht aus, als wäre er halt schon echt alt. Das ist ein neueres Modell. Schneller als ein Audi? Billy. Hä? Sitz, ja. Der Sitz ist etwas komfortabler als im Bumsbully. Da kann man sich ein bisschen schöner reinschmiegen. Im Bumsbully. Aber nicht besser als im Audi. Nee, das auf keinen Fall. Naja, das wollte ich sagen. Das hat keiner gesagt, aber ein Audi ist unbezahlbar. Ja, 60.000. Vielleicht auch nicht passend für das, was wir vorhaben. Und auch nicht so häufig in Moskau allgemein, also. Alter, ein schwarzer Audi? Na, Audi ist so furchtbar westlich, weißt du? Ach ja, ist halt ziemlich deutsch, ne? Das ist schon mal der Fehler. Seta Group. Genau das ist der Fehler. Die wissen, also, was gut ist. Die wissen, was gut ist. Ihr ladet euren ganzen Scheiß in den... Muss ich dir jetzt noch sagen, was ich mitnehme, Meister? Oder ist ich hab's doch okay? Vorhin gefragt. Alles. Ich hab gehört, alles. Alles. Meine Schrotflinte, endlich kann ich sie mal wieder mitnehmen. Ich durfte sie so lange nicht nehmen. Ja, und ihr seht also, während ihr dann umladet noch, dass echt zwei von den Leuten unten sich noch ein bisschen den Hinterkopf reiben müssen, weil es da vielleicht eingeschlagen ist. Ja, und dann könnt ihr losfahren. Der Zwerg kommt auf dem Motorrad mit, weil der muss echt irgendwie... Ja, der hat die Arschkarte gezogen.
Fährt mit bis zur Grenze, Quatsch. Dann der zieht irgendwie immer den kürzesten. Der ist ja auch der Prospekt. Und mit was? Mit Recht. Rassistin. So, ihr fahrt zur Grenze, da ist aber gerade eh niemand, der gucken könnte, weil, komm, Ghetto, was soll denn da passieren? Und, oder wer soll denn das bezahlen für die dreckigen Assis? Und dann fahrt ihr auch da einfach mal schön auf der Autobahn. Und habt jetzt noch richtig schön eine Stunde 20, 15 Zeit, euch fröhlich zu unterhalten. Das werden wir jetzt in Realtime ausspielen, ne, bitte. Billy spielt erstmal von Markus das Lied. Kostbar 10 auch, 3 Mark 10, scheißegal. Wird schon gehen, ich will Spaß. Ich geb Gas, ich geb Gas, weil Billy fährt. Okay, wir werden diese Zeit nicht in Realtime ausspielen. Ich wiederhole. Damit! Warum? Ich hab noch so viele gute Lieder dabei. Obwohl, Moment mal. Doch, klar, los geht's. Oh, scheiße. Wir fahren auf der Autobahn. Erstmal Kraftwerk raus. Im Wagen vor mir fährt eine geile Fixer oder sowas, ne? Ja. Im Wagen vor mir fährt eine geile Fixer. Ja, ja, kennt man. Wir spielen dann auch auf der Autobahn. Ich sehe was, was du nicht siehst. Dann kommt irgendwann nur von Jojo, wenn Gaba die ganze Zeit mit denkt, sag mal, bist du irgendwie spitz oder was? Das fragt sie auch jedes Mal, oder? Ich glaube, die will dich. Nein, das hat sie noch nie gefragt. Flummi, du hast den Witz nicht verstanden. Wir spielen wie ich sehe was, was du nicht siehst. Ich sehe ganz viele AR-Sachen, die ihr nicht seht, und Jojo sieht in der anderen Zone. Und kann man verliert. Super. Wir spielen um das nächste Klo, das geputzt werden muss. Mädels. Wir haben gerade übrigens. Ja. Wir haben. Klempner ist übrigens, nachdem wir den Handwerk schon hatten, eigentlich ein geiler Straßenname für ihn. Euch ist gar nicht bewusst, dass wir heute das erste Mal. Hallo! Ja? Hörst du jetzt mal zu, du. Ich habe gerade einen neuen Spitznamen generiert. Hallo? Die unterbricht immer alle, wenn sie betrunken ist. Wir haben gerade heute was Neues in die Annalen der White Russians. Jetzt halt die Fresse, wenn du redest! Mann! Echt, ja, das ist auch ständig alles, wenn ich dazwischen reden müssen. Das ist nur mal das ist völlig unfair. Ich kann auch einfach alle muten jetzt gleich hier. Das geht auch, kein Problem. Jetzt halten wir alle mal die Fresse und das erzählt. Das war zum ersten Mal, dass die Mädels nicht putzen mussten. Ja. Normalerweise putzen immer die Mädels. Das war das erste Mal, dass wir Emanzipation im Spiel hatten. Ja, Moment. Erstens, es gibt eigentlich schon erstens, also dass mir das... der Danny, der Kaban, der hat vielleicht das Klo, sagen wir mal, entstopft. Aber ich habe nicht gehört, dass er gesagt hat, dass er den ganzen Kram dann noch weggeputzt hat. Na klar, hat er das gemacht. Hat er das? Ich habe das Ding entstopft und habe das so ansinnig gemacht, dass ich mich da drauf trauen würde. Dann traut Jojo sich auch drauf. Im Stehen traut er sich drauf, verstehst du? Billy muss Jojo nicht. Kennt Mittel und Wege. Urinella? Ich wollte gerade sagen. Nicht nur. Die ist schmerzfrei, die ist völlig schmerzfrei. Die hat lange genug in Schofrino gewohnt und den ganzen Shit. Die hat lange genug mit Vlad und Alex zusammen gewohnt. Was soll das denn heißen? Nur weil es Ochsen sind sie dreckig oder was? Nee, aha. Aber weil die beide immer keinen Bock hatten zu putzen und Jojo auch nicht. Aber du warst die Frau, verstehst du? Das weiß ich, aber ich weiß auch, wie oft sie Vlad dazu gekriegt hat, dass er den ganzen Shit macht. Und damit haben wir die 1,5 Stunden Diskussion fahren auf der Autobahn abgeschlossen. Aber wie, also Moment, ich muss hier noch 5 Stunden Spielzeit irgendwie strecken, das muss jetzt noch aber hier... Nee, wollt ihr irgendwas Spezielles? Beim Fahren? Oder einfach nur angestrengtes Schweigen? Nee, gucken, was das so ist für ein Ort, wo das so ist. Und mal gucken, was Google sagt. Und mal gucken, was Jojo sagt. Und mal gucken, Karten was Billy dazu sagt. Was sagen denn die Karten dazu über diesen Ort? Ach so, ja, die Karten sind halt von so, wann waren Eurokriege? Irgendwann 30ern oder so, ne? Hm. Dann sind die Karten halt so ungefähr 45, 40 Jahre alt. Und geil. Man weiß, dass Evo sich drum gekümmert hat, dass da keine bösen Schmuggis mehr sind. Ansonsten, hey, der Ort ist tot, wer interessiert's? Da gibt's jetzt nichts so krass Aktuelles. Ach, da ist wirklich ein komplett toter Ort, da ist nichts mehr. Mhm. So wie Tschernobyl heute, oder was? In Tschernobyl gibt's noch ein paar Menschen. Ja, das stimmt. Dort allerdings sagt man, es gibt keine. Das sagt man, aber in Tschernobyl sagt man auch, da sind keine, da gibt's doch noch welche. Also, können wir uns auf was einstellen? Mhm. Gibt's denn nicht sowas wie TripAdvisor dahin oder so? Irgendwas muss es doch geben. Da 2080. Ding. TripAdvisor. Achso. Holidaycheck.com. Kann mir echt nicht vorstellen, wie sich jemand denkt, das wäre aber ein schönes Ausflugsziel. Ah ja, so das irgendwelche. Ja, sagen die bei Chernobyl aber auch. Ja. Aber da sich offiziell Evo drum kümmert, dass dort nichts ist, sind das eher schattigere Angelegenheiten. Da bräuchte ich mal ganz kurz eine Datensuche von der Billette. Kriegst du? Zählt Data Havens? Ja.
Oh, darf ich meinen Data Havens erhöhen? Nee, das wird quasi ein Teamwork-Test. Übertreib's nicht. Also, was möchtest du? Data Search Combined oder Data Havens? Dürfen wir angucken? Da kann Jojo mal gucken, was hier mit Schmuggelrouten oder sowas ist. Ein bisschen pass mal extern, auf, Lunge. Der Düs wollte gerade anfangen, ne? Ja, weil also. Du gesagt hast, Teamwork-Probe, kann ich ihm vielleicht helfen? Nee. Mit ein paar Infos, die ich vielleicht noch kriege, über Schmuggelrouten, weil da möglicherweise Sachen durchführen. Auf gar keinen Fall, weil dein Wissen über Schmuggelrouten keine 100 Kilometer weit von Moskau Arschloch. Weg irgendwie... Also, du kannst erst beliebiges geistiges Attribut plus Data Havens würfeln und dann die Erfolge sind Bonus für dein, weiß schon, Datensuche. Also 9er. Ja, genau. Also erst Dings und dann Penis und, ja. Malashim, fall mir den SWAT. Der Junge, Alter. Der will doch Stress hier. Das hat er gerade eben schon ganz gemacht. Vier Erfolge mit 9 Würfeln, mein Beste. 4 Erfolge. Also ich weiß quasi, wo jede Maus hin puput die ganze Zeit. Hm? Was? Na, das ist doch jetzt dein Bonus für deine Datensuche und ich erhöhe mit den 4 Erfolgen auch dein Limit um 1. So nett bin ich. Ach so. Das war jetzt... Ach so, scheiß Wichser. Also Data Search, jetzt machst du nochmal einen Computer und Int hinterher und das plus 4. Jo, das will ich sagen. Der Junge weiß Bescheid. Jetzt macht doch einen kritischen Batzer. Logik. Hallo, rin jetzt. 3 Erfolge. Hat sich ja voll gelohnt. Ja, hättest du die letzten 4 nicht, hättest du nur einen. Scheiß Besserwisser, oder? Wir hatten den nicht eingeladen. Entschuldigung. Nein, auch nicht. So, der heutzutage lassen wir jeden rein, Alter. Bitte? Der Ort, der ist, ja, pass auf. Bis vor wenigen Jahren gab es da auch so ein paar Touristen und da gab es wo auch noch, also auch wenn Evo sich da drum gekümmert hat, gab es da schon ein paar Leute, die da Unterschlupf suchten, auch gerade so Aussteiger und so, die da am Stadtrand waren, die da irgendwie noch versucht haben, irgendwas anzubauen mit ihren, ne? Allerdings ist es da in den letzten 1,5, 2 Jahren echt ruhiger geworden, da hört man fast nichts mehr. Es gibt ja auch noch genügend andere solche Städte. Das Umland ist ja död. Und was man noch so hört, von wegen, wie Evo sich drum gekümmert hat, na, halt so wie Evo das immer macht. Kritter, habe ich gehört, funktionieren da ganz gut. What? Ja. Oh nee. Was? Semi-Erwachte, Vollerwachte, Scheiß-Erwachte, krasse Scheiße? Keine Ahnung, was Evo halt so kann. Und ich habe gehört, die können mit Krittern echt einiges. Da geht Dude was los, sag ich mal. Die waren doch so ein freundlicher Konzern bei Evo. Die sind auch ein freundlicher. Die sind bei den so. Ja, natürlich. Die sind Deckmomentor-freundlich. Ja, ich weiß. Und weißt du, was das Beste an Elfen ist? No. Die leben unendlich lange und kriegen quasi niemals Rente. Richtig, die brauchen gar nicht Vorsorge leisten. Die können arbeiten. Ich mag keine Kritter. Hä, wieso Kritter? Was? Eben, ja, was ist denn los? Das, ich liebe dich. Was ist denn los? Los? Ich will da nicht hin. Warum? Da gibt's Kritter. Ja, und? Was für Kritter? Ratten sind ja, auch das Kritter. Weiß ich doch nicht. Nein, Evo-Kritter. Evo-Kritter? Evo-Kritter. Du meinst... Das Kritter mit Humoren. Kritter mit Humoren? Keine oder Ahnung. Tumoren? Ich weiß doch nicht, was... Ich kenne mich doch mit Evo nicht so aus. Flummi, du bist raus. Fick dich! Ich fand's witzig mit Humor. Oh, Alter, jetzt war's aber aus. Wer war das denn jetzt bitte? Das war sie, also. War das sie? Echt? Ich hab nur vorhin gesagt. Ins Mikro brüllen. Ich hab vorhin noch gesagt, sie ist meine Exorzistin, Alter. Linda Blair. Ja, sie ist es, Alter. Nee, Alter, sie ist ich das, was Exorzist werden sollte. Ich bin der Dämon. Du bist die Exorziste. Also, wir waren gerade bei Ratten sind auch Kritter. Ich habe gerade echt Bock, so nochmal also, meine Pussy ins Mikro zu brüllen, aber ich lasse das. Bitte. Ich kann das jetzt nicht so mehr. Auf so auf Kommando geht das immer so schlecht. Ja, mach das irgendwann anders zwischendurch mal. Also, in einem spannenden Moment. Komm einfach auf einen spannenden Moment drauf zurück. Ich glaube aber, dass wir gewisse Sachen von dem Podcast einfach nicht mehr hochladen können. Ich glaube, das werden die nie veröffentlicht. Das werden die nie veröffentlichten Episoden. Oder die machen wir unter Altersfreigabe, ey. So, was war denn da los? Also jetzt mal im Ernst. Fick dich. Siehst du? Normaler Umgangston, du scheiß Flummi ist normal. Fuck you. Normalerweise ist ja Flummi noch so wenigstens ein bisschen zurückhaltend. Jetzt rastet sie langsam aus. Was? Naja, ich finde das völlig normal quasi. Ja. Okay. Ich finde aber auch, dass wir noch gar nicht so... Ihr hört euch das Normales an später, ne?
So, das geht weiter. Sagen, Kritter! Also. Oh mein Gott, hier haben Kritter von Evo. Ja, Kritter von Evo. Genau, du meinst selbstgezüchtete oder? Ja, genau. Also ich meine, selbst zusammengebaute oder Hase, gezüchtete? Häschen. Schnucki. Ey, das ist mein Spitzname. Ich weiß, das hast du aber kürzlich zu ihm auch gesagt, also darf ich es auch auf ihm benutzen. So, okay. Ja. Ja, es ist nicht nur so für dich hier immer, gell, Madame? Können Sie gerade zusammenreißen? Nein, ich dachte, ich war Pass auf, jetzt streitet euch nicht, Schätzleins. Könnt alle einen Stück. Halt du dich haben. Gefälligst mal da raus. Gell, echt mal, sei mal still. Wenn hier die Mädels reden, hast du die Sehr schön. Wenn die Fotzen also. Reden, hat der Pimmel zu schweigen. Nee, der hält die Luft an. Also, das funktioniert so nicht. Der guckt mich so strafend an, der Spieler. Alter, ich verstehe nee, das einfach nur, der ist irgendwo ausgestiegen aus eurem Zug und findet einfach nicht mehr den Anschlusszug, um da wieder hinzukommen. Der holt euch einfach nicht ein. Der steht jetzt irgendwo in der Pampa und wundert sich, was da passiert ist. Und von dem Weg noch von einen, Zug eure Gespräche, aber trinkst weiß einfach einen, nicht, was gesagt. Da los ist. Trinkst du ja, einen, aber Jojo, das funktioniert das also mit dem Muschi, das funktioniert so, mit den Muschis, das funktioniert so nicht. Wieso? Naja, es sind hier zu wenig Muschis anwesend, um die Mehrzahl zu benutzen. Nochmal, Ich drehe mich zu Kabel und sage, du weißt nicht. Die da ist mehr Frau, als ich in meinem ganzen Leben jemals sein werde. Mit all meinen Östrogene zusammen, das schafft die in einer Woche. Das ist Dida. Ist doch oder völlig Dida. Wurst, ob die jetzt einen Schniedel oder eine Fotze hat, du Trottel. Kannst dafür, dass du so homophob bist. Nein, aber dann passt dein Spruch nicht, Mann. Mädel, Billy beißt das Lenkrad. Vor allem, wie einfach auch Flummi jede Woche erklärt, dass Billy fünfmal mehr Östrogene pro Tag produziert als sie im Leben, das ist auch schön. Ich weiß zufällig von dir, dass du weiblich bist und ich weiß von ihm, dass er. Weißt du, dass weiblich ich weiblich bin? Wir sind nackt nebeneinander aufgewacht, vergessen? Ach, fuck, stimmt. Mann, hab ich kurzzeitig verdrängt. Ja, völlig in Ordnung. Wieso fühlst du dich dann angesprochen, wenn ich von Schniedeln rede? Du hast nicht genau hingeguckt, oder? Es war kalt, Kabel, es war kalt. Also, ich kann das Ding hier gerne nochmal auf den Tisch legen, das ist doch nicht das Problem. Mach mal. Es ist kein Campingwagen, im Bumsbulli hätte man einen Tisch gehabt, aber hier nicht. Eieiei. Schau dir jetzt mal genauer ein, Mädchen. Wieder was? Spielleiter, was hast du gesagt? Es gibt ein Armaturenbrett oder so, also. Auf die Schulter so dann ich legen, wenn dann. Ich wollte nur helfen. Schulter. Jojo lacht. Eieiei. Penisneid, hä? Definitiv Penisneid. Klar, ich wollte schon immer einen Penis haben. Ich durfte nur nie. Du, ich kann dir den Arzt empfehlen. Das ist nicht so das Problem. Nee, ich durfte nie, es wurde mir nie erlaubt. Vielleicht respektiere hier, ne? Das ist ja. Das ist ja nicht das Problem. Wir befreien jetzt den Arzt, dann macht er die einen bestimmt. Hä? Ja. Können wir zu den Krittern zurückkommen? Ah, Critter. Nee, das sind möglicherweise lebensbedrohliche, fiese Viecher mit allem möglichen, aber Penisneid, habe ich gehört, ist viel wichtiger. Na klar. Ja, wir fahren ja auch anderthalb Stunden, habe ich gehört. Ich weiß, ich fand's toll. Vorhin wollte er auch, glaube ich, wieder eineinhalb Stunden. Eineinhalb Stunden wollte er sich, dass wir uns unterhalten. Jetzt komm, geht zum Penisneid, steigt er wieder ein, da kennt er sich aus. Ist sein Hauptthema. Ich bin so neidisch auf Flummi. Ist das so gemein? Ich möchte gerne meine andere Leber behalten. Und deine andere mal... Leber? Wie viele Leben hast du denn? Leben. Meine Leber möchte leben. Hört auf zu trinken. Wir aufhören zu trinken. Ich glaube, ich sollte erstmal anfangen zu trinken. Richtig. Was wollen wir trinken? 7 Tage lang. Was wollen wir trinken? So ein Durst. Also, Kritter, pass auf, Kritter. Ich habe hier diesen Artikel gefunden in der Internetsmatrix. Und da steht... Internetsmatrix, bitte. Ich möchte, das ist eine komische Retro-Seite. Ach, wundervoll. Kennst du gar nicht, gell? Ja, ganz geil. Davon hat sie schon öfter erzählt. So. Okay. Und da schreiben die, dass Evo da wohl damals aufgeräumt hat. Und dieses Aufräumen hat dazu geführt, dass sie irgendwelche Kritters... Was für Kritters haben sie benutzt? Kannst du auch Namen sagen? Nein, ich kann dir keine Namen sagen. Ich habe keine Namen gefunden. Spielleiter, verbessere mich bitte, wenn ich falsch liege. Nö. Keine Namen gefunden. Also Kritters, Evo-Kritters, was sie gezüchtet haben. Schlimme Sachen.
Ja, wenn sie die gezüchtet haben, geht's noch. Wenn sie sie selber zusammengebaut haben, ist böse. Steht nicht mal da, ob die sie selbst gezüchtet haben. Vielleicht haben sie die bloß gefangen oder so. Könnten also Teufelsratten sein, dann würde Jojo sich freuen. Punkt, Komma, Strich. Klar. Was hast du mit Ratten? Sie ist die Rattenfängerin von Juschneue. Nein, von Joffrino. Joffrino, sorry. Shit, warum bin ich auf Juschneue gekommen? Weiß ich nicht. Ich auch nicht. Gut. Wie dem auch sei, Ja. Trolli. Diese Penisse sind mir zu groß. Kannst dich jetzt nicht mehr konzentrieren, Basti. Genau. Ich muss gerade an Penisse denken. Ich kann mich gerade nicht konzentrieren. Völlig okay. Okay. Wie dem auch sei, Critter, alles klar, wir wissen nicht welche. Wir rechnen erstmal mit allem. Und haben dann jede Menge Spaß. Ein paar Critter können durchaus magische Aktivitäten durchführen. Das weiß ich. Gut. Wie sehr kennt ihr euch mit Crittern aus? Wenig. Blick zu... Gar nicht. Okay. Hatte ich mir irgendwie gedacht. Aber dafür haben wir offensichtlich dich dabei. Was ja, das gesagt, ist richtig. Dass du das kannst. Ja, das ist richtig. Also es gibt einige Critter, von denen sollten wir definitiv das Weite suchen, weil da kommen wir mit unseren Waffen nicht durch. Das wirst du uns dann schon sagen, wenn wir vor denen stehen. Genau. Sollte irgendwelche hundeähnlichen Viecher zum Beispiel auftauchen, stopft euch irgendwas in die Ohren. Okay. Sind das diese Heuler? Zum Beispiel, ich genau. Ich hab nicht so viel Patronen höchstens. Ich hab Earbuds drin. Irgendwas, was... Oder macht ganz laut Musik an, ihr dürft es bloß nicht hören. Weil sonst können wir euch nicht mehr gebrauchen und ihr seid wahrscheinlich relativ schnell tot. Klingt ja angenehm. Ja. Gut, Gut, das heißt, wenn wir irgendwo in der Apotheke vorbeikommen, holen wir uns Orop an. Nee, das hilft nicht. Ich hab Earbuds drin, helfen die ich nicht? Ich hab auch Earbuds, aber da muss ich ganz laut Musik anmachen, wenn ich hundeähnliche Viecher sehe. Mach ich gerne. Na gut, wenn du das sagst, machen wir das so. Dann höre ich euch auch nicht mehr. Doch, kann ich ja. Haha, voll Doch, gut. Doch, geht. Ja, stimmt. DNI, ha, voll gut. The power of the mind. Ja. Luke, you are my son. Ja, bestimmte Critter sind einfach auch wahnsinnig schnelle Läufer oder sowas, aber das kriegen wir schon alles gekriegt. Ey, das wirst du uns da, glaube ich, vor Ort sagen. Was? Mhm. Kurz, warum bin ich denn müde? Es gibt einen Haufen davon. Ja, das, da wirst du uns dann, weil jetzt uns einen Crashkurs über Critter zu halten, ist, glaube ich, ziemlich sinnlos, weil wenn wir keine Ahnung haben, was da rumdingst. Die einzigen, mit denen ich mich auskenne, sind Skorpyrinen, aber ansonsten nix. Na, super. Und die gibt's nur in der Stadt. Hauptsächlich. Oder in der Wüste. Genau, oder da, wo es warm ist. Wüste. Na, ne, Moment. Wer? Pili. Gaswasserscheiße, röhrig. Echt, das war er. Das stupst ja, du mich extra an, um mir zu sagen, ja, soll klar. Ich anrufen? Der musste sein. Der Mann, Alter. Ah, ich hab Tränen in den Augen. Okay. Werner-Witze gehen immer, Alter, ohne Scheiß. Mach dich jetzt bloß nicht hier. Wer ist dran? Niemand. Hat sich jemand verwählt. Jemand hat einen Klempner angerufen. Aber Billy ist offensichtlich kein Klempner und wollte offenbar ihren Kopf nicht an Kaban weitergeben, damit er das Gespräch führen kann. Auch kein Klempner. Was machen wir, wenn wir da sind? Also wir müssen, glaube ich, erstmal die Situation erkunden und dann ja, können wir uns entscheiden, was wir sondieren das Comlink aus. Wie viel Drohnenaktivitäten gibt's da hinten? Kannst du das rausfinden, Billy? Ich denke. Boah, du bist so cool. Ich sehe alles, was da los ist. Matrix-technisch. Mach mal bitte eine Computeranalyse Dingster Penis pro Probe. Oh, Penis 99 Würfelmeiner. Minus 2. Also nur 97 plus Würfel. Plus 2 natürlich wegen VR, nehme ich an. Also wieder 99 Würfel. Die fährt 99, gerade, ja. Sie kann nicht VR dingsen. Nee, klar kann sie nicht VR fahren, keine Chance, also. Stimmt. Sie könnte auch nicht VR-mäßig das Steuer Moment, übernehmen. Moment, hat das Auto einen Rigger-Adapter? Natürlich. Brauchst du doch nicht. Achso, stimmt. Du kannst jedes Fahrzeug über AR-Konsole steuern, das kannst du auch dann dir übertragen. Cool, ich steuere das Auto. Also was wurde das jetzt? Computerlogik plus Penislänge 99? Computerintuition plus minus 0. Computerintuition, okay. Mann, was? Ein Erfolg. Ja, da ist was. Du fragtest nach Drohnenaktivität. Habe ich das richtig verstanden? Das, ja. Ja.
Nach, gibt, ja. Gibt's nicht. So war meine Drohne. Drohne? Nee, also, keine Ahnung, gibt's nicht. Dann lassen wir doch unsere Drohne einfach mal reinfliegen da und lassen das aussortieren. Vor allem darum, wo es Comlink ist, weil ich ja, weiß, unser Auto wird wahrscheinlich schneller sein als unsere Drohnen. Ja. Ja, wir fahren doch mal nicht gleich rein, Alter. Ihr seid jetzt noch so ungefähr 15 Minuten entfernt. Also es taucht noch nicht am Horizont auf. Ist das okay so, ja? Ja, gut, solange es so groß ist meine Reichweite nicht von meiner Drohne, glaube ich. Wir fahren an die Outskirts von der City. Das ist ganz einfach. Mhm. So gerade bis wir anfangen, dann die Grenzen von den ersten Gebäuden zu sehen. Mhm. Quasi auf dem Hügel. Wenn du nach Stuttgart reinguckst, sieht es doch bestimmt aus. Versuchst du dich gerade hier irgendwie ganz billig einzuschleimen, oder was? Nee, aber wenn du schon mal in Stuttgart, wenn du schon mal in Stuttgart warst und also passt auf, meine lieben Kinder, ihr steht sanft auf einem Hügel. Kein Dröhnchen, kein Scheinchen, kein nichts aus dieser Stadt zu sehen, nur tot. Also nur tote Gebäude. Eigentlich hat man ja so die Annahme, dass die Natur sich den ganzen Scheiß langsam wieder zurückerobert. Das ist aber nicht der Fall. Dort wächst nichts. Strom, Gas, Wasser, alles natürlich nichts. Da ist wirklich einfach, es ist einfach ein komplett leerer Korpus einer einst prachtvollen Stadt mit 100.000 Einwohnern. nee, aber das ist echt, also sieht ein bisschen unheimlich aus und sieht irgendwie auch ganz schön, weiß ich nicht, das macht, glaube ich, depressiv lange auf so ein totes Ding zu gucken. Prost. Drumherum ist Prost. Dieser Zaun, Prost, der ist jetzt nicht der Shit, sage ich mal. Da ist oben so ein bisschen NATO-Draht dran, der ist 4 Meter hoch und Maschendraht, das kann man mit einem Moment. Drahtschneider, den wir ja mithaben. Maschendrahtzaun, mein doch. Am Knallerbsenstrauch. Ja, wie gesagt, es gibt leider keinen Knallerbsenstrauch, weil ja Vegetation und so, ne? Ja, aber das kann man durchknipsen. Ist jetzt nicht, da gab's mal eine Kamera an einem Tor, das ich jetzt nochmal einzeichnen könnte. Da, das blaue war da mal, also ich Twitter, ne? Ich brauch nochmal einen Twitter-Link. Mann. Was ist eigentlich falsch mit dir? Da, bitteschön. Genau, da gab es mal eine Kamera, da stellt sich kurz darauf heraus, dass das auch früher schon eine Attrappe war, also echter Shit, sag ich mal. Innerhalb der Stadt eigentlich gibt es da Matrix, also es gibt hier irgendwo noch in der Nähe einen Sendemast, weil es ja auch immer mal so Autobahnen und sowas gibt, die Quatsch-Autobahnen. Na, Tankstellen und sowas, die das brauchen, aber aus der Stadt ist eigentlich so gut wie kein Signal. Wenn da was ist, dann vermutlich entweder was von Evo oder irgendwas, ein Gerät, was halt vielleicht immer noch läuft, weil es eine Solar-Dingsanlage hat und sowas, weißt du? Aber Digga, ich weiß doch, wo das Comlink ist, oder? Ich hab doch das Comlink lokalisiert. Hm, das hast du. Sagst du doch. Ja, ja. Okay. Das ist, warte. Doggies. Ah, oben da. Blöd ist nur, dass an der Stelle, wo das sein sollte, da war so ein da ist so ein Stadion, was halt relativ baufällig ist und das würde genau quasi im Grün liegen, in der Mitte. Exaktemente, quasi. Ja, vielleicht liegt es unterm Dings. Die Stadien sind doch oft unterbaut, oder? Das Comlink hätte vermutlich dann aber nicht wirklich so ein Signal, das reichen würde. So viel Beton ist meistens schlecht. Yay, hallo, Falle. Was? Nein. Hm. Ach ja, jetzt wo die Sonne auch langsam aus Prinzip sich quasi am Firmament dem Ende entgegenneigt, das ist vielleicht doch ein bisschen romantisch. Also, wenn ihr jetzt nochmal kurz knickknackt, dann immer zu. Einmal knutschen, meinst du? Klar. Nee. Billy packt die Fahnenstange aus. Oh Gott. Es ist so kalt, Billy, so kalt. Das ist wahr. Also, Moskau heizt noch ein bisschen mehr als hier im Nichts. Ja, wir sitzen doch im Auto. Die Frage ist, warum du es auspackst. Juti, Penisse wieder eingepackt. Was? Moment, das hat mir keiner gesagt. Ja, wieder eingepackt. Okay, alle wieder eingepackt, wunderbar. Alles safe, alles safe. Es wird schwierig, ihn wieder in den beiden Stiefeln zu verstauen, aber... Wir können doch da jetzt mit der Drohne reinfliegen ins Stadion, oder? Wir haben wir haben den Virus, wir können sagen, hallo, schönes Gebiet, du siehst mich nicht. Ja, den müsstest du aber schon noch ins System einspeisen und umschreiben. Ich hab ja gesagt, der war für die Drohnen-Watchtowers in dem B-Gebiet da einigermaßen gemacht. Dann bin ich jetzt halt nochmal busy, Billy busy. Dauert ein bisschen länger, meiner. Echt? Wie lang? So 1 oder 3 Stunden. Ja. Naja, dann allerdings in der Zeit können Julio und Karman sich doch schon mal umgucken. Yep. Ja. Dann müsste ich aber jetzt nochmal ganz kurz AFK. Wäre das okay? Ist mir egal.
Genau. Ihr könnt mir aber schon mal eine ausgedehnte Wahrnehmungsprobe mit kumulativ minus 1 geben. Alle, die gucken wollen, Mindestwurf ist da 9. Achso. Billy, wenn du programmieren willst, reicht mir ein Wurf auf 4 Computer und sowas und Logik. Was? Computer, Logik? Auf 4. Auf 4? Ich mache jetzt erstmal meinen Wurf für Perception, okay? Und da habe ich einen Erfolg. Also müsst ihr die anderen 4 jeweils machen. Okay, der Spielleiter erklärte mir gerade, du musst einfach nur Computer und Logik würfeln. Okay. Nicht gegen 4, sondern irgendwie so, auch wenn er das gerade echt komisch ausgedrückt hat. Er will einfach nur sehen, wie viele Erfolge ich habe. So, und ich mache einfach 7. Also ein SS7 nochmal hinterher. Also der erste Wurf, den ich gemacht habe, der ist für die Perception. Der zweite Wurf ist für die Software. Das ist eine ausgedehnte Probe bei Perception. So. Und dann ja immer mit einem, also er will 9 Erfolge, ja. Aber abnehmender Pool, soweit ich weiß, haben wir ja immer. Ja, abnehmen dann. Ja, ich lasse jetzt erstmal einen dann durchwürfeln, komplett Dillinger. Du hast 5 bis jetzt. 6. Oh, das hast du deine 9. Dillinger sieht was. Beauty. Mach du mal als nächstes, yay. Danach mach ich. Also 7 habe ich schon gemacht. Dann kommen jetzt 4. Das sind dann 6. Das sind 0. Das sind 8. Und das sind meine 9. Geht auch. Beauty. Ich bin jetzt die Einzige, die Katzenmeister. Weiß ich nicht. Vermutlich. Du siehst Greta! Oh. Es fängt langsam aber sicher gut an. Ein Erfolg bis jetzt. Hm. Du hast an der 5 irgendwas falsch gemacht. Nee, hast du nicht. Ich glaube nur, das Würfeltool mag dich. Sag mal, irgendwie ist so ein Monat. Also sie hat bis dato ein Erfolg. Und sag, ich sehe nix. Ist dunkel hier, ne? Sie ist abgelenkt von den Spenden. Nee, ich glaube eher von den Schmerzen. Aufkommen, SR3. Du kannst eh nicht mehr packen, glaube ich. Mensch. Ich kann aber noch kritisch patzen. Ich kann nur noch patzen, deswegen lasse ich es einfach sein. Also es kann nicht mehr besser werden. Deswegen sage ich einfach, ich lasse es jetzt. Ich muss ja nicht bis zum Ende würfeln. Ich kann jederzeit aufhören. Ich kann jederzeit aber aufhören. So, und jetzt kommt die Softwareprobe. Und Softwareprobe ist ein Erfolg. Beauty. Ja genau, es war das Leerzeichen, das habe ich gerade auch gesehen. Nichts macht sie richtig. Dafür ist sie auch nicht hier. Nee. Chaos. Ja. Sie kann schießen und das war's auch. Ja. Und Chaos verbreiten und Leute beleidigen. Töten. Ja. Töten. Sie hat nicht umsonst die Ortzeit auf 2 und mit der Spezialisierung Beleidigungen. Ich würde dir jetzt gerne einen Applaus geben, aber ich kann nicht. Ich habe kein Soundboard. Ja, scheiße eigentlich. Wo ist der Stricher eigentlich hin? Hast du Stricher gerade zum Spielleiter gesagt? Ja, er hört mich ja eh nicht. AIDS-Stricher ist die richtige Bezeichnung. Können jetzt zumindest schon mal sagen, dass Dellinger was gesehen hat. Jojo, einfach mal, ich habe eigentlich immer nur 0 Erfolge gewürfelt und mal einen Erfolg gewürfelt, die hat einfach irgendwann aufgehört. Die sieht einfach nix. Lusche. Und Billy hatte einen Erfolg auf die Softwareprobe und hat auch 9 Erfolg auf die kumulative 9 Erfolge. Perception. Beauty, hast du dir aber auch da am Anfang ihn abgezogen. Wegen ja. Ja. Ausgezeichnet, gut, dann machen wir doch jetzt einfach mal kurz 15 Minuten Pause und dann ist gut. Ja. Dann schlafe ich eine. Dann trink Schreit. Cola. Bäh. Kaffee. Oder Energy Drink. Dann macht der, um nüchtern zu werden, oder was? Ja, wieder mehr Wein. Ich mach die Legals. Hi, ich mach die Legals, wurde mir gerade gesagt. Also, die Rechte an Shadron hat die Tops Incorporated in den USA, vertreten von Pegasus in Deutschland. Wir laufen unter der Creative Commons License 4.0, ist egal, die aktuellste. Und, die aktuellste? Das hat auch nichts damit zu tun, ob eine aktuell ist oder nicht. Aber toll. Wenn ihr da Zahlen hintersetzt, das war immer die aktuellste. Genau. Wir sind voll up to date mit unseren Lizenzen. Genau. Wir machen das 1,5 Jahre, fast circa ganz grob. Und sie kriegt es immer noch nicht hin.
die kümmert sich auch einen Scheißdreck um die Sachen, da sind wir ja viel zuständig. Deswegen ist es auch so viel witziger, wenn sie die Sachen einspricht. Stimmt. Ne? Genau, ihr übernehmt den Männerpart mit der Technik. Und deswegen merke ich mir das alles nicht. Das hat jetzt eigentlich weniger mit Technik zu tun, als vielmehr mit Rechten. Also das hat eigentlich Lungen sich nicht an bundesrepublikanische Rechte hält, ist das ja auch. Genau, das ist doch aber international. Ja. Vollkommen irrelevant. Habe ich was vergessen? Intro-Musik. Ich weiß noch, dass es Let It Snow heißt. Ich habe dir irgendwas ein Teamspeak geschrieben. Let It Snow von Instrumental Core. Genau, und das Outro ist This is Halloween von The Jack Lee Project. Jake. Ich finde das auch sehr schade, dass ich jetzt in keinem Intro oder Outro erwähnt habe, wie toll ihr mein Bild und alles findet. It's brutally awesome, Junge. Awesome. Ja, ich möchte vor allem die Weihnachtskugel. Habt ihr schon geschrieben im Forum, dass ich dich gerne heiraten wollte? Ja, aber ich habe doch Trisomie 21. Das stört mich doch nicht. Dein Penis funktioniert. Ja, was denkst du vielleicht? Ich bin mir sicher. Der ist aufblasbar. Hier, darf ich? Was denn? In Sachsen gab es vor, glaube ich, anderthalb Jahren eine krasse, schon stärkere Bewegung, die gesagt haben, wir müssen endlich Inzest erlauben. Ernsthaft? Zumindest von Geschwistern, denn es ist ja auch, ja, gerade in Sachsen, das war immer super geil, weil es ist ja auch Menschen mit Behinderung erlaubt, sich fortzupflanzen, und also sollte es, wenn wir alle Menschen mit Behinderung gleich wertschätzen und was weiß ich, und ne, dann sollte es auch bitte erlaubt sein, dass man Inzest verübt, wenn die sich wirklich lieben, denn da kommt ja auch nur sowas raus und sowas ist ja eigentlich gar nicht schlimm. Das fand ich zeichnend einfach. Musste ich jetzt hier, weil du Trisomie und so. Meinst du, wo die anders. Wölfe aus Sachsen abgewandert sind, sucht man sich da neue. Ja, nach Brandenburg. Das war keine schöne Zeit, du. Ich mochte das Fell. Ich bin empört, geschockt. Aber ey, du kannst nicht sagen, dass die Argumentationskette Lücken aufweist. Ich fühle mich gerade irgendwie peinlich berührt in irgendeinem Winkel meines Herzens, wo ich gedacht habe, da gibt's nichts mehr. Aber anscheinend doch. Also ich möchte auch, glaube ich, mich jetzt erbrechen gehen. Tu dir keinen Zwang an. Mein Gott. Ist das eine normale Reaktion? Nicht an deine Schwestern, sondern... Nein, es geht doch jetzt gar nicht um mich. Also, meine Fresse, da... Nee. Ich find's witzig, aber ich bin sowieso... Let her blow, let her blow, let her blow.